Axel! Markus! Wir sind in meinem Studio hier. Du bist zurück aus Schottland. Schottland. Sag mal, wie war's? Ich habe auch extra ein Guinness heute hier in meiner Tasse. Ich habe Guinness getrunken. Das hat mit Schottland relativ wenig zu tun, aber ich habe... Ja, das stimmt gar nicht. Ja, Guinness hat mit Schottland überhaupt nichts zu tun. Aber Irland, oder? Ja, aber ich habe trotzdem schon viel Guinness getrunken. Da gibt es ja Guinness. Ich habe so Dosenbier gehabt. Wir sind ja im Camping-Mode gewesen. Aus. Pepper kratzt da unten rum auf dem Boden. Pepper, mach mal Platzi. Komm. Ich habe Guinness getrunken, tatsächlich. Aber gar nicht so viel. Wir haben in den ganzen 3,5 Wochen, jetzt, das ist eigentlich schlimm, ich darf es kaum sagen, 3,5 Wochen Schottland und wir waren nur in 2 Pubs. 2. Das ist wenig. Das ist ganz schön krass, ne? Weil wir so outdoor-mäßig unterwegs waren, weil wir irgendwie eher in der frischen Natur waren, wo dann um uns herum kein Pub mehr zugänglich war. Das war ein weinendes Auge, was ich damit nach Hause gebracht habe. Also, aber wie ist so ein Pub in Schottland? Ist das anders als hier? Anders voll oder so? Auch das ist eigentlich eine ganze Folge wert. Ja. Es gibt ja solche und solche Pubs. Das Geile bei Pubs grundsätzlich in England, Schottland, auch wenn man sie nicht alle miteinander vergleichen kann, finde ich, im Gegensatz zu Deutschland, ich meine jetzt nicht die Pubs in Deutschland, ich meine so Kneipen oder Restaurants oder Läden in Deutschland. Ja, wir haben ja auch Irish Pubs hier. Wir haben Irish Pubs, ja genau. Ja. Aber was dort ist, du bist in einem kleinen Ort, da gibt es nur ein einziges Etablissement, einen Pub. Mhm. Und da gehen halt alle hin. Ja. Da sind einfach alle. Mama, Papa. Ja, Opa, Oma, der Bürgermeister und aber auch die jungen Leute sind auch alle am Start. Da geht es auch gar nicht darum, wie hip der Laden ist. Der Bürgermeister. Ich habe meine Fahrradtour durch England gemacht und da bin ich tagsüber in verschiedenen Pubs immer gewesen. Ja. Und habe halt Müllmänner, Bürgermeister, Rentner und einfach Leute, die mittags da essen gehen oder irgendwas oder ein Bier trinken gehen, getroffen. Ja. Das ist eigentlich, du triffst einfach alle da. Das finde ich das Geile an dem Pub. Aber die trinken da auch schon Guinness? Die trinken morgens? Da auch, ja, mittags trinkt mal einer ein Bierchen oder so, keiner. Darum geht's nicht. Ich finde es einfach nur geil, dass das so generationsübergreifend. Nee, gehen die auch hin zum Essen da oder so? In Pubs gibt es auch meistens was zu essen. So von irgendwelchen Fast-Food-Speisen bis hin zu gutem Essen. Ja. Pub ist einfach Kneipe und Essen zusammen. Ja, genau. Also auch Restaurant, Mittagessen, Treffen und dann wieder weiterarbeiten. Genau. Es ist jetzt nicht so das Restaurant vor dem Herrn in den meisten Fällen, aber manchmal war es auch total gut. Also wir waren nur in 2 Pubs, darum ging es jetzt auf dieser Reise nicht so sehr. Und wir waren auch bei keiner Distillery, obwohl ich ja großer Whisky-Fan bin. Ach so, stimmt ja. Das kommt alles noch, weil nämlich unterm Strich dabei rausgekommen ist, dass man da unbedingt ganz häufig hin muss nach Schottland. Ja? Weil das nämlich ein geiles Land ist. Ja. Super geiler Trip, 5000 Kilometer im Auto gefahren. Wow. Alles gesehen, also viel gesehen. Und man musste einfach nochmal hin und regelmäßig. Ja, der letzte Podcast, der kam hier live aus Loch Dingelskirchen. Loch Glencoe, genau. Genau. Das sieht man so ein bisschen, wenn ihr da mal reinklickt, sieht man so ein bisschen den Background. Kann man alles in Bildern und in Videos nur sehr schwer festhalten. Hast du fotografiert? Ganz wenig. Ja. Das war also ganz bewusst, war das jetzt mal ein. Wir haben zwar abends Filmchen geguckt, aber ansonsten war es ein relativ Digital Detox-mäßig. Ja. Also wir waren viel in der Natur mit dem Hund unterwegs und ganz viel Paddeln auf den Seen und auch auf dem Meer und so. Ganz schön geil. Windig, kalt, aber ein super geiles Land. Ja. Und jetzt sind wir wieder zurück. Was hast du gemacht? Alles andere als Detox. Okay. Was ist denn das Gegenteil von Detox? YouTube. Nee, ich sitze hier im Keller den ganzen Tag, Kellerkind, und mache hier mein Zeug. Aber jammern auf hohem Niveau. Ich bin auch immer einen halben Tag zu Hause und dann gehe ich meistens auch in den Pub Mittagessen in Mannheim. Ja. Und dann, mein Pub ist oft das Rhein-Neckar-Zentrum hier. Da gibt es auch einen guten Afghan, das ist total lecker. Und dann mache ich da Mittagspause, trinke noch einen Kaffee irgendwo, manchmal auch in der Mannheimer Innenstadt. Und dann komme ich hierher. Also das ist immer so halb bei mir. Aber Das ist dein Day-Ablauf, wenn du nicht auf Tour bist. Oder? Ja, genau. Ich bin eigentlich jeden Tag dann hier am Machen und am Arbeiten. Und ich mache dann halt YouTube-Geschichten oder halt Patreon-Videos. Habe ich jetzt viel gemacht die Woche, weil ich meinen Patreon-Kanal ein bisschen umgestellt habe. So kann man jetzt so 2 Mitgliedschaften machen.
Und das eine ist mehr so tourbasiert mit Behind the Scenes und das andere ist mehr so Gitarrenunterricht basiert, also so zweigleisig. Ne? Ja, Behind the Scenes. Ja, Behind the... Behind. So halt. Und dann habe ich ein bisschen mich auf Gregor Meile vorbereitet, auf die Tour, auf der ja du nicht vorhanden bist. Ja, und da sind wir auch schon beim Thema, nämlich. Wir gehen getrennte Wege diesen Winter, seit langer Zeit mal, weil du mit dem Gregor auf Tour gehst, jetzt beginnt diese Woche bei euch. Richtig. Unplugged-Tour. Leider bin ich nicht dabei, weil ich mich entschieden habe, bei BAP diesmal zu spielen. Mhm. Hatten wir schon mal angeschnitten, glaube ich, irgendwann mal. Da werden viele Leute sich dann fragen, oh, warum ist bei Gregor andere Besetzung und so weiter. Das hat überhaupt nichts mit Geld oder mit, wir haben uns verstritten oder sonst irgendwas zu tun, sondern rein pragmatisch bei BAP sind es A, eine ganze Nase mehr Konzerte dieses Jahr und es sind einfach auch sehr, sehr bläserlastige Sachen dabei und auch einige Gitarrennummern, wo es sehr schwierig wäre, jemanden zu finden, der das für mich übernimmt. Und da das bei Gregor eher so eine Unplugged-Tour ist, wo man auch gerne mal andere Dinge ausprobiert, seid ihr da jetzt in einer anderen Besetzung unterwegs. Und das ist aber auch unser Thema jetzt diese Woche, weil ich habe gesehen, du hast ein Video gemacht, wo du deine Pedalboards vorstellst. Unser Thema jetzt in der 35. Folge heißt nämlich How-to-Tour-Vorbereitung. Tutorial. Das Tutorial. Wir haben uns überlegt, wir sprechen mal darüber, wie du oder wie ich oder man sich auf Tourneen vorbereitet, was man da alles so macht. Jetzt nicht auf so ein Einzelgig, so, weil meistens sind ja Einzelgigs, so hatten wir schon mal Songs vorbereiten und so, sondern jetzt ist eine ganze Tour mit einem Programm, mit Instrumentarium. Ich bin jetzt aus dem Urlaub zurückgekommen, habe 3 Wochen nicht gespielt. Am Montag gehen die Tourproben los. Ich habe jetzt auf der Rückfahrt angefangen, Ansatzübungen zu machen. Ja. In meinem Fall jetzt ganz klar, ich fange jetzt an, einfach eine Hornhaut mir auf der Gitarre wieder anzuschaffen und einen Ansatz wieder anzuschaffen, dass ich einfach am Montag, Dienstag bei den Proben einfach fit bin, also am Instrument erstmal so rein. Das ist so das Nötigste. Ja. Wie lange hast du nicht Gitarre gespielt? Gitarre? Die habe ich jetzt immer mal wieder vom Urlaub in der Hand gehabt, aber jetzt nie so wie du. Also, aber 2 Wochen warst du jetzt komplett raus? Nee, 3,5 Wochen war ich komplett raus. Das ist krass. Also ich bin gestern nach Hause gekommen, habe die Gitarre in die Hand genommen und habe mal ein paar Barré-Akkorde gespielt. Da ging es dann so, nach 10 Minuten habe ich schon gemerkt, okay, Barré-Finger geht. Ne, so die Nummer. So. Die Kraft lässt nach. Die Kraft lässt nach und beim Ansatz ist es genauso, beim Saxophon. Mhm. Ansatz heißt die Muskeln, Muskulatur, Lippen hauptsächlich. Das braucht so in meinem Fall immer so 2-3 Tage, dann bin ich wieder da, wo ich vorher war. Dann ist regelmäßig so ein bisschen Ansatzübung, Fitnesskram. Das mache ich jetzt, das ist ja klar. Also man muss ja irgendwie sein Instrument spielen können, so, um auf Tour zu gehen. Aber das sind jetzt eher urlaubsbedingte Themen. Ja. Ich muss genau das Gleiche machen wie du. Ich muss jetzt mal meine Gitarren checken, neue Seiten drauf machen, das Pedalboard, die Sounds einstellen. Das ist ja, glaube ich, das, was du jetzt auch gemacht hast, oder? Was hast du bei Gregor jetzt gemacht? Ja, wenn wir jetzt schon von Vorbereitungen reden, also bei mir ist es halt so, ich habe ein komplett neues Setup mit dem Fractal, ne? Das ist ein Gerät. Aber das ist jetzt so, du hast für die Tour dir dieses Setup gebaut, oder? Ja, ja, ich habe mir für diese Tour das Setup gebaut, aber auch mit Weitblick Richtung Sing-Man-Song sozusagen, ne? Wenn man es so nennen will. Also ich wollte jetzt bei der Tour dasselbe Setup nehmen, das ich auch bei Sing-Man-Song benutze. Und wollte jetzt so mit der Tour auch jetzt das nutzen, intensiv einzusteigen. In das Fractal. Die Menüführung und überhaupt. FM3 Pedalboard. FM3, ja. Ich fand das irgendwie ziemlich cool und ich hatte ja auch mit Gregor schon mal eine Tour gemacht mit einem Camper-Amp und ich habe immer noch ein bisschen so, wie soll ich sagen, bin ja immer auch so noch so Amp-Purist. Das bleibe ich auch immer noch erstmal, weil ich habe hier so, ja, es ist immer schwierig. Ich habe total viel experimentiert, auch jetzt wieder hier mit Geräten. Und ich merke immer wieder, dass der Amp immer noch so das ultimative Ding ist. So, ne? Also es gibt, ich weiß nicht warum, ich kann es nicht erklären. Also viele digitale Geräte, die klingen einfach immer noch nicht so, dass ich sagen würde, ich fühle mich jetzt zu Hause wie jetzt hier bei meinem Fender-Amp.
Aber es ist super nah dran. Es ist super nah dran. Und der FM3 ist wirklich so mit am natürlichsten so. Und was. Aber da die Vorteile sind an so einem Gerät und auch am Camper, ich kann halt im Prinzip Sounds speichern, die ich genauso jeden Tag gleich hab. Also die klingen immer gleich und es ist auch mit den Effekten, die drin sind, die Hall-Sounds und so, die kann man wirklich aufs kleinste Niveau pro Song wirklich so zurecht shapen oder zurecht programmieren, dass die wirklich genau in den Song passen. Mit einem Pedalboard bist du ja doch immer so, dass du sagst, okay, ich habe jetzt einen Sound und mach da einen Hall drauf, da kann ich mal ein bisschen editieren, aber ich mache jetzt nicht auf jeden Sound nochmal irgendwie eine Kleinigkeit, was weiß ich. Ne? Also, du würdest dir beim Pedalboard nie 15 verschiedene Sachen abspeichern. Es sei, selbst wenn du MIDI-Switcher hast, aber mit so einem Pedal, mit so einem FM3 kannst du halt für jeden Song einen Sound quasi machen. Ja, und da macht man, dann öffnet man da in dem Moment auch so die Büchse, ne, der Pandora, weil man ja dann auch anfängt zu überlegen, okay, wenn ich jetzt bei jedem Song irgendwie anders klinge, das will ich ja auch nicht. Also man muss dann, was ich dann dagegen mache, ist zu sagen, ich habe im Fractal für jeden einzelnen Song, also oder komplett eigentlich immer nur einen Amp. Also du switchst nicht zwischen einem Fender und einem Marshall und einem Box rum. Ich habe nur einen Amp. Ja. Aber ich kann den Sound so auf den Song zurecht shapen mit diesem einen Amp, dass ich immer sage, okay, jetzt macht er das, was ich will. Also das ist jetzt schon sehr spezifisch Richtung Gitarrensound. Aber in dem Fall ist es ja so, das habe ich letztendlich ja auch bei meinem Bab-Gitarrenboard so gemacht, dass da alles reingehen kann. Also ich gehe da mit der Akustikgitarre rein und mit der E-Gitarre, auch mit zwei verschiedenen E-Gitarren. Ja. Bei dir, bei der Unplugged-Tour ja wahrscheinlich genauso. Das ist jetzt auch der Plan. Ja. Akustikgitarre, Mandoline und Nylon wahrscheinlich auch. Ja. Und das ist echt geil, weil ich habe halt eigentlich eine programmierbare DI-Box dann. Genau. Und das ist halt, das ist wirklich der große Vorteil. Ich habe wirklich, ich glaube, 5 oder 6 Mandolinen-Songs, mittlerweile drei Banjo-Songs. Und bei einem Song habe ich wirklich so einen schönen Plate-Reverb auf dem Banjo und es ist so ein bisschen Lo-Fi-mäßig mit so einem High-Cut. Und ich kann ja die iBox nie so, ne? Also ich habe da zwar ein Preamp dran, aber das ist ein Sound, ein Equalizer und so. Aber ich habe halt da jetzt eine programmierbare DI-Box und kann sogar sagen, ich habe dann ein bisschen Delay drauf oder einen breiteren Hall. Man denkt produktionsmäßiger mit dem Gerät. Und das machen wir also zusammen bei Sing One Song sowieso immer. Wir bei denken jedem ja, Song, ja genau. Bei Sing One Song denken wir eigentlich schon in der Produktion. Wir denken ja nicht, wir haben ein Live-Konzert und ich muss mir jetzt einen Live-Sound schrauben, sondern wir machen eine fertige Produktion, die dann auf Platte kommt. Genau. Und das habe ich mir jetzt natürlich auch angeeignet über die Jahre. Ne? Es war lange so ein bisschen ein Fremdkörper. Weil wenn man jetzt gewöhnt ist, sein Pedalboard mit seinen gewohnten Sounds zu spielen, dann weiß man genau, wo man hingreifen muss. Ne? Jetzt ist ja so, ihr habt schon geprobt. Also die Tourproben waren schon. Ja. Bist du da hingegangen und hattest vorher die Sounds alle schon programmiert? Ja, genau. Wenn wir jetzt schon von Tourvorbereitung reden, ich habe zu Hause hier im Studio jeden einzelnen Song vorbereitet. Die Zeit habe ich mir genommen. Das war wirklich eine Arbeit von, waren schon mehrere Tage. Ich habe wirklich Stunden da gesessen und habe jeden einzelnen Song. Ich habe auch versucht, ein bisschen neue Ideen reinzubringen bei manchen Songs. Wollte mal einen Teil. Mehrstimmige Gitarrensoli. Nee, ich hatte bei einem. Ich bin ja so ein Effekt. Ich habe so ein bisschen Angst vor Effekten manchmal. Ja. So, also Phaser zum Beispiel traue ich mich oft nicht. Schwierig manchmal, ne? Ja, aber ich habe jetzt im FM3 so ein Phase 90, so ne, Eddie Van Halen-mäßig. Wir machen natürlich keine Eddie Van Halen-Sounds auf, aber. In den 70er Jahren Funk-Sachen so, oder diese, ne? Diese 70er Jahre Funk-Sachen, da sind ja oft auch Phaser-Sounds drin. Ja. Und Kruenbing ist ja auch, ne? Genau. Sagt man das? Kruenbing? Heißen die so? Die heißen so, Ich weiß immer nicht, wie man die ausspricht. Die spielt übrigens in Köln. Ich hab dir gefragt, ihr müsst alle nach Köln kommen. Wann ist es? Ende August nächstes Jahr, Kruenbing spielt in Köln. Ja, muss man hingehen. Muss man hingehen. Also ich bin auch ein Riesenfan von diesen Typen. Ja. Wenn ihr die Band nicht kennt, Kruenbing. Macht fast keinen Sinn, auch zu buchstabieren, weil es wirklich absurd ist. Ich habe keine Ahnung. Das heißt Flugzeug auf Thailändisch. Ach, wirklich? Auf Thailändisch? Ja, weil die so auf Thai-Funk stehen. Ach, geil. Die sind so Thai-Funk-mäßig. Ich ja finde die Bassistin sogar, ich finde die eigentlich alle geil. Ja, die findet jeder toll. Ja, nicht, also natürlich sieht die auch cool aus, wie sie spielt und Haarschnitt, und, aber wie sie spielt. Ja. Aber vor allen Dingen ist natürlich der Gitarrist geil, was er mit der Strat, was der für Sounds mit Hall-Effekten, Delay-Sachen, das ist wirklich sehr, sehr special. Genau. Hat natürlich Platz dafür in der Band, weil da sehr wenig sonst passiert. Ja.
Aber gitarristisch super moody, was der macht, total geil. Ich bin auch ein Riesenfan und auch vor allem von den Sounds. Und da sind ja auch manchmal so Phaser-Funky-Sounds drin, die irgendwie immer cool klingen. Das macht für mich immer Sinn dann. Ne? Ja. Und ich komme ja nicht so aus der Poser-Rock-Ecke, ich komme ja mehr aus der Soul, Pop, Blues. Blues-Ecke so, ja. Aber diese souligen Sachen, Motown-Sachen, die verstehe ich dann schon, wenn dann so Effekte drauf sind. Und ich bin auch ein bisschen mutiger geworden, aber sing man Song ja sowieso. Da mache ich ja auch dann wirklich mit Modulationseffekten rum. Da werfe ich alles rein, was kommt. Ne? Ja. Und, aber bei Gregor ist es schon so, da passe ich ein bisschen auf, weil es wird dann schnell es so... Es ist ja auch eine Unplugged-Tour, also das ist ja ganz gezielt in dem kommt Fall dazu, ne? Akustisch gedacht. Da genau. Alles, was sehr produziert, elektrisch klingt. Ja. Okay, aber du hast die Sounds vorher vorher eingestellt hier und haben die dann alle so funktioniert oder musstest du dann groß nochmal rumschrauben bei der Probe? Gute Frage. Was habe ich gemacht? Nee, ich habe eigentlich nichts mehr gemacht. Das hat für mich dann ziemlich gut geklungen. Ich war relativ begeistert sogar. Also, aber du hast auch nur dich auf dem Ohr wahrscheinlich. nee, natürlich habe ich, also ich verstehe ja nicht die anderen, ich verstehe ja nur mich. Quatsch. Okay. Nee, es klang tierisch. Also ich bin echt, es hat richtig Spaß gemacht. Okay. Manche Sachen waren so ein bisschen zu viel Hall oder so. Die habe ich, auf meinem In-Ear ist sowieso, die sind so, da kommt immer ein bisschen mehr Hall rüber, als dann später bei den Aufnahmen so. Das ist schwierig. Ich finde Hall eins der schwierigsten Effekt-Dinge zum Einschätzen. Ja, vor allem, wenn es Stereo ist. Ich finde das so schwer, also, und zwar egal auf welchem Instrument, ne? Weil ich finde immer, man macht dann, wenn man es sehr, sehr solomäßig hört, viel zu wenig. Ja. Und wenn man dann im Kontext ist, denkt man so, da ist ja gar kein Hall drauf. Und dann, das ist so schwer einzuschätzen über In-Ear und dann mischt sich das mit dem Raumsound extrem schwer. Also das finde ich, das ist immer bei mir, wenn ich mit so digitalen Dingen rumhantiere, ich frage dann immer den Techniker, Alter, ist das jetzt zu viel oder zu wenig? Ich habe keine Ahnung gerade. Ja. Ich kann es nicht mehr einschätzen. Alles andere, so Frequenzen ist kein Thema und Verzerrungen und Delay-Zeiten natürlich, ist alles logisch so. Ne? Ja. Aber Hall finde ich total schwer. Ist vor allem dann schwierig, wenn du auf dem In-Ear ein mega gepanntes Stereo-Signal hast, der Front of House aber dann das ein bisschen enger zieht und es mehr in die Richtung Mono-Ecke geht, dann gibt es vielleicht schon ein Problem und der Hall ist nicht mehr so, wie du ihn eigentlich hören würdest. Ja, genau. Das muss man ein bisschen kommunizieren vielleicht und da muss ich auch noch ein bisschen gucken, wo es da lang geht. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt gewesen, Sounds programmieren, ne, für die Tour. Ja. Und vor allem das komplette Board zusammenstellen, also das so zusammenzuschrauben, dass es auch die Tour überhält, dass alles stabil ist. Und dass ich auch equipmentmäßig einfach gut aufgestellt bin und so. Ne? Und das in der gescheiten Kiste ist, die dann irgendwo hin muss und so. Ne? Diese ganzen Sachen, das gehört auch ein bisschen mit dazu dann. Also mit Pedalboards ohne Case oder ohne Tasche rückt man nicht an. Das ist bei mir genauso. Ja, beziehungsweise ich habe dann teilweise auch immer da mit Bub und mit den ganzen Hands und Technikern immer gesagt, hier, guck mal, das sind meine, ich bringe das mit, drei Gitarren. Ja. Ich bringe ein Pedalboard mit im Case. Wir brauchen ein Backline-Case für die Bläser die Bläserinstrumente gehen da in ein großes Rollcase. Ja. Dass das alles geklärt ist, dass auch klar ist, bringe ich ein Softcase mit oder bringe ich ein Flightcase mit? Wie werden die Dinger denn transportiert und so? Ja, jetzt haben wir halt meistens dieselbe Crew. Ne? Bei Tim Bensko war es zum Beispiel so gewesen, dass die Crew relativ öfter mal gewechselt hat. Und da wird das Equipment eingelagert irgendwo. Ah, ja. Da muss ganz klar draufstehen, was es ist. Was, die machen das meistens selbst, die Leute. Die haben da ihre Kleber und kleben das drauf und wissen genau, Vollmer Paddleboard geht dann dahin zu dem Gig und so. Ne? Ja. Jetzt ist es bei uns so, dass wir immer eine feste Crew oder einen festen LKW haben, wo das Zeug reinkommt und dann geht das mit. Wobei jetzt bei euch ist es ja jetzt so, ihr fahrt mit einem Nightliner mit Anhänger. Also das ist eine etwas andere Ladesituation. Das heißt, man wird auch ein bisschen darauf geachtet, dass ein bisschen weniger Equipment grundsätzlich dabei ist. Ja. Bei Bub ist es anders, eine etwas größere Produktion, wo wir auch mit Nightlinern fahren, aber ich habe mit meinem Equipment nichts zu tun. Also das wird aufgebaut und wird hingestellt, beziehungsweise meine Saxophone mache ich selber, einfach weil ich da auch das will ich selber in der Hand haben, aber alles andere wird aufgebaut. Das heißt, die planen da etwas anders. Aber das ist ja auch so eine Frage, wenn man das, wie reist man? Reist man im VW-Bus oder im Sprinter oder mit Anhänger? Absolut. Davon hängt ab, was man mitnimmt, wie viel man da an Cases plant oder so. Ja, ich habe gemerkt,
Also bei Gregor müssen wir das Zeug natürlich selber rumheben. Und ich habe gemerkt, dass es mir Probleme bereitet, wenn ich die Sachen irgendwie blöd in so einen Case die ganze Zeit rein, ne? So aus dem Rücken raus. Und ich hatte dann richtig mir den Rücken verhoben, auch dann immer mal wieder und so. Und das wollte ich auf jeden Fall vermeiden. Also jetzt sind auch so Sachen, ne? Ich habe jetzt Tennis. Ein bisschen. Ja, nee, ich habe ja auch auf meiner Liste für heute habe ich auch drauf geschrieben, Schlepperei. Mhm. Ich kann mich nämlich erinnern, ich habe eine Zeit lang im Sommer, wo wir viel auf Tour waren, ich bin da mal zum Arzt und habe gesagt, ich habe irgendwie Saxophon, meine rechte Hand hier unten, ich bin mir also irgendwie Tennisarm. Und ich hatte schon total Schiss. Hier dass, unten? Ja. Hier. Ich hatte schon total Schiss, dass es vom Saxophonspielen kommt. Hier die rechte Hand ist ja häufig so abgewinkelt. Das ist totaler Bullshit. Es kam nämlich einfach nur von meinem 25 Kilo schweren Remover-Koffer, den ich durch Bahnhöfe geschleppt habe. Ja. Und also solche Sachen überhaupt. Ja. Dass es einfach keinen Sinn macht. Seitdem versuche ich immer, wenn ich so voll bepackt bin mit dem Koffer, der irgendwie sau viel wiegt und obendrauf so eine Tasche, so blöd es klingt, ich versuche dann eben nicht die Treppen runterzutragen, sondern entweder das mit diesem Laufband da zu lösen oder mit einem Aufzug. Ich bin halt so ungeduldig, weißt du. Ja, wenn du immer dieselbe Bewegung machst und das auch noch krass belastest, irgendwann merkst du das schon. Ne? Aber was machst du jetzt? Wir fahren jetzt beide Nightliner die nächsten Wochen. Wie ist immer deine, was bist du für ein Typ? Nimmst du einen riesen Remover-Koffer mit? Also irgendwie einen Koffer mit allem drin? Umso größer, desto besser. Ja? Ich nehme immer zu viel mit. Ja, das ist klar. Aber es machen ja auch Leute kleiner Koffer und Umhängetasche. Weil Umhängetasche kann man. Das ist nerdy. Ja, aber das ist dann. Weil das Ding ist immer, was total nervt, ist. Bei Sting nervt es immer total. Nee, ich finde das Ding beim Nightliner-Fahren, was am meisten nervt, ist, wenn man nach der Show alles zusammengepackt hat, seinen Koffer oder seine Tasche oder wie auch immer. Ja. Und dann zum Nightliner, das muss man es dann hochhieven, hinten rein in die Bay werfen oder stellen. Ja. Und wenn da 16 Leute drin sind, im schlimmsten Fall, will ja der eine immer als erster morgens raus und du musst immer die Koffer hin und her rücken. Wenn du dann eine geile Umhängetasche dabei hast, die im Nightliner ist, kannst du natürlich einfach sagen, hey, ich muss gar nicht hinten dran. Also da gibt es ja ganz viele Tricks. Du machst das mit der Umhängetasche, ne? Ich überlege noch, ehrlich gesagt. Ich habe immer den riesen Rollkoffer dabei gehabt. Mhm. Weil ich auch immer viel Zeug dabei habe. Jetzt, ihr seid ja so wochenendmäßig unterwegs, da ist das anders. Wir sind 6 Wochen am Stück unterwegs. Ah, wow, okay. Das heißt, ich muss sau viel mitnehmen. Ich muss einen großen Koffer mitnehmen, wo alles drin ist. Oder vielleicht sogar einen zweiten. Also du musst 6 Tage überbrücken pro Koffer. Füllung. 6 Wochen. Ach so, dann gehst du irgendwo waschen. Ja, waschsalon.de. Ah. Wir haben ein paar Off-Days im Hotel, vielleicht werden wir da in Hotels waschen oder so. Ja, genau. Aber ich komme nicht nach Hause. Also ich bin 6 Wochen einfach komplett weg. Wir spielen zwar in Mannheim, aber fahren direkt weiter. Ja, ja. Das heißt, ich habe auf jeden Fall einen großen Koffer. Wahrscheinlich werde ich mir noch eine zweite Tasche mitnehmen. Ja, das ist ja eine ganz andere Welt. Andere Logistik einfach. Guck mal, ich muss nur immer 3 Tage überbrücken. Das ist ja Peanuts. Ja. Also das ist ja überhaupt keine Tour eigentlich. Das sind 3 Gigs. Tschüss. Klar haben wir dann noch Reisetage und so, ne? Da muss man gucken. Aber ich merke schon, also 3 Tage und mein Koffer ist eigentlich trotzdem immer voll. Weil wenn ich Platz habe, dann nutze ich den. Dann kommt noch was zum Joggen rein, dann kommt vielleicht noch irgendein kleines Gerät mit rein zum Gitarre aufnehmen oder so. Oder vielleicht, keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Whisky mitgebracht aus Schottland. Ja. Wir trinken ganz gerne ab und zu mal so einen Schluck Whisky vor der Show. Einen ganz kleinen Schluck, weil auch der Sönke, unser Trommler, hat und einige andere auch haben einfach ein Faible für einen guten Single Malt. Aber ich überlege jetzt echt, ob ich da wie viele Flaschen ich mitnehmen kann. Also es geht ja nicht um die Menge, sondern um die Auswahl. Du hast einen extra Koffer für einfach mal, man kann ja nicht alles mitnehmen. Also ich habe einen Mietwagen, klar, man hat einen Mietwagen zur Anfahrt mit dem ganzen Equipment, da kann man viel mitnehmen, aber man will jetzt auch nicht irgendwie sau viel Zeug mitschleppen. Das finde ich ein bisschen tricky jetzt gerade. Also mein Setup ist ein Remover-Koffer, obendrauf kommt ein Rucksack. Ich bin so ein Rucksacktyp geworden. Ja. Ich habe immer einen Rucksack dabei, aber für einen Tourbus habe ich eine Tasche. Das ist wie so ein Stoffrucksack. Mhm. Und diese Tasche kommt immer oben in mein Bett rein. Da ist alles drin, was ich zum Pennen brauche. Da sind ein paar Klamotten drin, da ist irgendwie Zeug drin, keine Ahnung, was ich so nachts brauche. Taucherflossen. Genau, ein Buch. Nee, das habe ich alles in meinem Rucksack. Ich habe einen Rucksack und eine Tasche eigentlich immer im Tourbus. Und damit gehe ich mal rumlaufen. Okay, du hast also so eine Tasche dabei. Das habe ich nämlich noch nie gemacht. Ja. Und ich überlege, ob ich das jetzt mal mache, ob ich die mal mitnehme. Ist wunderbar.
Ja, weil du hast alles drin. Ich meine, ich bin ja im Tourbus und dann habe ich manchmal ein bisschen so, schreibe ich was auf, irgendwie in ein Buch oder ich habe ein Kindle dabei, wo ich was lesen kann oder so, was ich selten mache. Oder ich habe Kopfhörer, ich habe meine Noiseless-Kopfhörer, die Bose-Kopfhörer im Tourbus immer drin zum Pennen. Also den ganzen Shit, den habe ich ja irgendwo in einem Rucksack dann. Ne? Und die Tasche brauche ich halt immer für das Zeug, das immer im Bett liegt. Weil ich hatte teilweise sogar Zeiten, wo ich den Rucksack im Bett liegen hatte und habe mich dann irgendwie so hingelegt, dass es passt. So, ne? Weil das bei deiner Körperlänge. Ja gut, der lag dann neben mir so. Ne? Mhm. So viel Platz ist, weil ich ja relativ schmal bin. Ja, ich überlege jetzt, wie viele Paar Schuhe ich überhaupt mitnehme, zum Beispiel. Umso mehr, desto besser. Ja, aber dann ist der Koffer halt sofort voll. Das ist halt saunervig. Und Kopfbedeckungen und Mantel, Jacke, Regenjacke, Fragezeichen, solche Sachen halt. Ja, sowas. Aber okay, das ist quasi Klamotten. Ja. Also es gibt ja auch einen Trick mit Klamotten. Ne? Also jeder braucht halt so eine bestimmte Menge an Klamotten. Und ich habe mir zum Beispiel ich habe mir immer notiert, aufgeschrieben, was ich so brauche. Ich habe das beobachtet an mir selbst. Weil manche Leute... Du bist ja ausgezeichnet. Ja, es ist ein bisschen nerdy, aber mir ging es total auf den Sack, also dass ich zu Hause stehe und ständig einen Koffer außen einräume und ständig überlege, was nimmst du jetzt mit? Und ich habe dann angefangen zu sagen, okay, ich brauche am Tag eigentlich zwei Shirts. Zwei Shirts? Eins für die Show, eins für so? Oder ja. Am Tag zwei Shirts, da komme ich durch. Und dann brauche ich noch ein bisschen was anderes Zeug. Ne, wenn's jetzt kalt wechselst du jeden Tag die T-Shirts? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Mache ich nicht. Nee, das sieht drei Tage an. Ja, nicht drei Tage, kommt drauf an. Gig-Shirt, nee, ich wechsle jeden Tag. Nee, Gig-Shirt nicht, das ist schon klar. Wenn man da sauf schwitzt, ist ja klar. Ja, das sowieso, aber ich wechsle auch an die anderen Shirts. Bei Bab haben wir so einen Klamottenschrank, so ein Case. Wo das ist aber ein bisschen diskriminierend, muss man sagen. Weil nämlich so. Jeder hat sein eigenes Fach, wie so ein Locker, ne? Wie so Highschool-Video, kleiner Locker mit zum Reinhängen, so Schuhfach unten und Klamotten oben. Nur die Bläser haben eins zu dritt. Ja, aber weil wir ja sehr spät zu dieser Band dazugekommen sind. Das heißt, wenn ein Shirt stinkt, stinken alle Bläser. Ja, wir haben in den letzten Jahren haben wir das nicht genutzt, aber ich überlege, ob ich jetzt der Erste bin, der das nutzt von den Bläsern, ob ich diesen Schrank dann mir aneigne. Keine Ahnung. Kannst du ja schön machen. Dann richte ich mir da richtig ein. Ja. WLAN, ja. Einbauküche. Ist doch geil. Ja, das ist eigentlich ganz praktisch natürlich, weil man diese Klamotten dann nicht in den Koffer packen muss. Die stinken ja eh, die müssen dann gewaschen werden. Das sind dann die Bühnenklamotten. Ja. Also man hat da so ein Fach für seine eigenen Bühnenklamotten. Das ist ja ganz geil. Aber das ist Luxus, ne? Das ist ein bisschen Luxus, genau. Das haben wir nicht. Da müssen auch die armen Hands müssen das dann immer reinkarren in die Backstage-Räume. Da steht dann irgendwo so ein riesen Sarg. Nervige Rollcase-Situation. Egal. Verstehe. Also Klamotten, Instrumente. Ich muss übermorgen nochmal mein Saxophon abholen. Ich habe nämlich die Urlaubszeit genutzt für eine Generalüberholung. Das ist ja auch so ein Thema, ja. Jetzt ist zumindest eins von den Saxophonen wieder wie neu, sozusagen. Mhm. Gitarren sind sowieso alle im Top-Zustand. Ich spiele ja ganz wenig. Du brauchst keine Seiten wechseln auf jeden Fall. Doch, das mache ich jetzt erst natürlich. Jetzt Seitenwechsel sowieso, aber jetzt habe ich ein bisschen erstmal rumchecken. Klar, das Zeug muss fit sein, das ist ja klar. Meine Mandoline zum Beispiel, die hätte ich schon nächstes Mal wegbringen müssen. Und eine Seite so ein bisschen schnarrt. Aber das ist ja fast gewünscht. Ja, stört mich langsam. Ja, verständlich. Bin ich nicht dazu gekommen. Ist das deine eigentlich? Ist das diese Fender-Mandoline? Fender, ja, die ist mir. Die habe ich gekauft und habe dann so die machen lassen beim Andreas Lang. Ne? Ja. Der in Frankenthal. Frankenthal, der Gitarren-Gott. Der alle Gitarren verbessert mit seinen Zaubergeräten oder Zauberhänden. So. Das ist, also die war wirklich dann cool, aber jetzt ist der Steg so ein bisschen, oder eine Seite ist ein bisschen abgesucht. Die ist auch mehrfach hingefallen und so, ne? Ja, die ist öfter mal umgefallen, die macht ganz schön was mit. Ist halt nicht die teuerste, das ist so eine 600-Euro-Mandoline, aber so ein bisschen gepimpt mit einem guten Pickup von Ella Bergs und so. Und die klingt cool. Ich meine, ich bin ja kein Mandolinspieler, das ist alles so... ich lerne da immer für den Song die Sachen, die du dann bist dazu. Ich kann auch Scales spielen und ein paar Melodien und ein paar Akkorde. Aber ich bin da eher so in der Lernphase noch mit der Mandoline. Aber es ist cool. Ich spiele ja zum Beispiel die Tapfere von Gregor. Spiele ich jetzt deine Stimme
mit dem, der Geige zusammen. Ja, genau. Oh, geil. Diese, ja, die musste ich ein bisschen üben, weil da auch viele Phrasierungen, das ist ja. Irish, ne? Ja, genau. Und das war, Hammer on, pull off. Ja, so, auch so triolische Sachen, ja. So, also das war schon ein bisschen tricky, aber es macht total Spaß, dann sowas als Übe ja. Nummer zu nehmen. So, ne? Das habe ich jetzt gemacht, ja, und so Sachen halt. Cool. Ja, aber die, genau, diese ganzen Equipment-Sachen, die Geräte, die müssen halt funktionieren. Das Banjo habe ich auch nicht überprüfen lassen, das hat einen Knacks an der Buchse, das wird auch lustig. Hast du nicht überprüfen lassen? Nee, habe ich auch nicht geschafft. Oh. So Sachen da, ich habe da so Widerstände, so, ich kriege das immer nicht hin, das ist wie zum Zahnarzt gehen für mich. Weißt du, ich meine, so, ich muss dann extra dahin fahren, ich meine, Andreas Lang ist immer cool, aber ich habe nie Zeit für sowas. Eine Buchse kannst du nochmal eben selber checken. Banjo machen lassen. Ja, das muss ich auch machen. Muss ich mal aufschrauben. Ich habe eine schöne Erinnerungsliste mir geschrieben heute. Mhm. First thing nach dem Urlaub, heute Morgen Erinnerungsliste, welche Sachen ich einpacke, welche Kabel, welche, was ich noch brauche. Ich habe bei meinen Endorsement-Partnern wunderbar noch aus dem Urlaub heraus in einer digitalen Phase bestellt. Mhm. Blätter, Plektren, Kabel, also einfach, dass man jetzt alles, was ich brauche, auch wirklich am Start ist. Kawasaki. Bei Kawasaki. Nee, bei den netten Herren und Damen von Dadario, bei denen ich ja netterweise endorsed bin. Mhm. Und das ist natürlich super geil, weil dann einfach das Paket da war gestern, als ich nach Hause kam. Das ist genial. Also Dadario, ich habe ja auch alles bei Dadario, Mandolinseiten, das ist echt krass. Das gibt's alles, ne? Das ist schon, muss man schon sagen, das ist schon krass. Das ist cool. Das ist auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil ich die Saxophonblätter schon immer spiele. Mhm. Und also seit ich Kind bin. Von Dadario? Die hießen früher, also die Blätter, die ich spiele, sind von Rico, die Firma Rico Reeds. Und Rico ist gekauft worden von Dadario, glücklicherweise, weiß nicht, vor 6, 7, 8 Jahren oder so. Mhm. Und seitdem heißen die Blätter nicht mehr Rico, sondern heißen jetzt Dadario, aber es sind die gleichen Blätter. Dadarico. Dadarico, genau. und seitdem ich diese seltenen, super starken Blätter nicht mehr gekriegt habe, weil die in keinem Laden zu kaufen waren, weil ich so harte Blätter spiele. Das sind sozusagen 13er Seiten. So ungefähr, ja. Ich bin jetzt von 4M auf 4S abgestiegen. Ich habe mir gedacht, je älter ich werde, ein bisschen softer kann man mal wieder werden. Egal, das ist so wie 12er Seiten. So 11,5er, 12er Seiten. So. Mhm. Und die waren schwer zu kriegen. Und dann hat der Dario irgendwann gesagt, ja, hör mal zu, hast du nicht Bock. Klar, mega geil. Also, ja. Und jetzt nutze ich sowas wie unseren Podcast, um damit Werbung, zu machen. Aber ab und zu freue ich mich und mache mal einen Post. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal Sponsoren, wenn wir endlich 100.000 Zuhörer haben. Dadario, also in Giveaway. In 18 Jahren. Ja, in 18 Jahren machen wir mal ein Dadario Blätter- und Kabel-Giveaway. Sowas, ja. Genau. Hey, aber wir sind jetzt ganz schön bei Equipment, ne? Wir müssen auch genau, ich wollte was anderes fragen, nämlich das Equipment abhaken. Nämlich stellt sich ja immer die Frage, Songs und Arrangements auswendig lernen, ja oder nein? Mit iPad spielen, mit Notenständer spielen, ja oder nein? Wie machst du das? Du kennst natürlich die Songs jetzt alle schon bei Gregor. Es ist jetzt nicht so. Ja, trotzdem ist es so, dass ich manche Sachen erstmal ablesen muss, vor allem die Vocal Arrangements. Wir machen ja so A Cappella-Geschichten und die lese ich ein bisschen vom Blatt noch gerade. Und die muss ich natürlich auswendig lernen. Also ich komme da nicht her von dem, wir haben ein Notenblatt und müssen das dann auswendig lernen. Ja, das als Gitarrist sehr selten. Ne? Ist bei mir, genau, das ist bei mir nicht etabliert eigentlich in meiner Sozialisierung. Aber bei mir ist es immer so, ich gehe auswendig in den Proberaum und spiele auswendig und gehe dann auswendig raus. So, ne? Aber es hat sich immer mehr jetzt, auch bei Sing Man Song ist ja sowieso so, dass die Arrangements eine notierte Basis haben und dass ich dann eigentlich immer ein Blatt habe. Und dann, wenn, muss ich von dem Notierten dann in das Auswendiglernen gehen. Das fällt mir wahnsinnig schwer. Also von einem Blatt ins Auswendiglernen. Genau. Deswegen ist bei Gregor so, ich versuche es möglichst schnell das Zeug wegzulegen. Das ist. Weiß nicht, das gibt vielleicht andere Leute, denen das anders geht. Es gibt auch Leute mit fotografischem Gedächtnis und so weiter. Aber ich habe nämlich das gleiche Problem. Wahrscheinlich haben ganz viele das gleiche Problem. Mhm. Sobald man mal ein Blatt vor der Nase hat, und jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Akkorden. Ich glaube, sowas wie Akkorde kann man sich am ehesten nochmal merken. Aber, aber so Linien, Melodien, Gesangsparts mit konkreten Melodien. Mhm. Wenn man das abliest und sich immer drauf verlässt, dann ist der Sprung dann davon wegzugehen, ein großes Thema.
Problem ist nur, finde ich, wenn man probt und man hat nur wenige Probetage Zeit dafür, leider heutzutage in vielen Fällen, ist nicht so wie bei anderen großen bekannten Acts, wo man wochenlang probt. Es ist ja, ich weiß, die Lindenberg-Crew, die haben ja Wochen geprobt, so ungefähr, ne? Um dann auf Tour zu gehen. Und jetzt, wir haben mit Bab 2 Tage Probe, spielen aber glücklicherweise ein Programm, was wir schon fertig haben. Das Programm ist im Dezember schon recorded worden. Es ist schon, es gab einen Rockpalast-Mitschnitt schon. Es gibt eine Platte, Live-Album, was schon rausgekommen ist. Wir gehen mit diesem Programm auf Tour und werden erstmal sehr wenig daran ändern. Mhm. Das heißt, eigentlich auch da besteht die Möglichkeit, vorher alles auswendig zu lernen. Okay. Das war für die Aufzeichnung nicht möglich, weil es so schnell gehen musste. Mhm. Zumindest für uns Bläser, wenn wir da Bläser-Sheets haben, dann ist natürlich, du hast einfach mal 3 Seiten Noten pro Song oder so manchmal. Und die, das ist dann anders vielleicht als Gitarrist, wo man nur eine Songstruktur hat und die richtigen Voicings braucht und dann weiß man, wie der Song geht. Ja. Aber trotzdem, mir geht es genauso. Ich versuche eigentlich, die Sachen auswendig drauf zu haben. Auf der anderen Seite sind es aber in dem Fall jetzt einfach auch 25, 30 Songs. Und dann dieser innere Schweinehund. A, ich muss das jetzt können. Ich muss das üben. Das ist ein Zeitaufwand. Und B, auch diese Sicherheit. Das hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, auf die Bühne zu gehen. Mhm. Und die erste Show, die noch unsicher ist, dann auch zu nageln, da fällt es natürlich schon leichter, wenn da noch das iPad da ist, wenn man ein bisschen hingucken kann. Ja, und dann wird es immer schwieriger, dann wegzugehen. Ganz genau. Und dann sind die ersten 3 Gigs rum. Ah, ich mache noch 2 Gigs, habe ich das iPad noch an. Ja. Ach, ja, die ersten. Das ist heftig, weil du brauchst eine Probe eigentlich, um dir selber zu gestehen, dass du das jetzt auswendig kannst oder auch bestimmte Lücken hast, die du dann versuchst, dann in der Gruppe. Leider habe ich in den letzten 10 Jahren kein einziges Mal, oder ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, eine Situation gehabt zu haben, wo ich so einen guten Durchlauf hatte, Probedurchlauf, wo ich das hätte merken können. Ja. Also fast alle Durchläufe, die ich gemacht habe, mit welchen Projekten auch immer, waren immer so mit der heißen Nadel gestrickt, dass der erste Tourgig irgendwie immer noch so ein bisschen, war so gefühlt irgendwie. Also das ist, da bin ich mir ehrlich gesagt jetzt auch noch nicht sicher. Am Montag gehen die Proben los. Ich habe jetzt, heute ist Mittwoch. Ich habe noch einige Dinge sonst auch zu tun. Ich habe das Wochenende frei mit mir gehalten dafür und überlege noch, ob ich komplett auswendig in die Probe gehe oder ob ich während der Probe das iPad noch dabei habe. Notprobe. Ja, das ist blöd. Ich finde es ja blöd. Also Notenständer geht sowieso gar nicht, finde ich. Das ist total kacke, finde ich. Einerseits fürs Publikum, doof. Ja. Andererseits auch für mich, wenn ich da hingucke die ganze Zeit, dann gucke ich nicht ins Publikum, bin nicht fürs Publikum da. Ja, das stimmt. Deswegen, wir machen das. Das Geile am iPad ist natürlich, dass man das so nach unten machen kann und es beleuchtet ist und man guckt mal hin, wenn man hingucken muss. Aber ja, so. Ich wollte auch gerade sagen, manchmal ist es ja so, dass man die Noten, also bei mir ist das so, ne? Du bist jetzt ein sehr guter Notenspieler im Vergleich zu mir. Ich muss sowieso, wenn komplexere Linien sind, dann muss ich die eigentlich auswendig spielen. Also ich bin, auf der Bühne würde ich jetzt nie irgendwie 16 Takte Melodien lesen. Da bin ich auch nicht gut genug, ne? Muss ich ehrlich sagen. Ich kann die lesen, brauche aber ein bisschen Zeit immer und dann lerne ich die meistens auswendig und dann habe ich sowieso einen Finger. Ja. Das ist bei mir der Fall. Ich könnte jetzt nicht in der Big Band irgendwie ein 16-taktiges, so ein aussortiertes Solo vom Blatt lesen. Genau, das ist total auch von der Instrumentengattung abhängig, wie da die Anforderungen sind. Aber deswegen, liest man oft, hat man das iPad dann oft da liegen, um die Form einfach nochmal schnell. Aber du hast es jetzt für die Maletour, hast du auch noch Noten am Start? Eigentlich nicht. Nur das Vocal Arrangement, ne, wir haben ja ein so ein Arrangement, wo wir einen kompletten Satz ausnotiert haben für ein Stimmarrangement. Ja, a cappella. Da werde ich noch ein bisschen an Noten hängen, aber das kann ich auf der Bühne auch nicht machen, weil wir ja im Kreis um Gregor stehen. Ach so. Okay. Das heißt, da muss ich das dann schon drauf haben. Deswegen werde ich das im Auto auswendig lernen und da mitsingen und dann halt so oft im Auto wiederholen, bis die Melodie wirklich drin ist. Und dann einfach in die Probe, in den Soundcheck gehen und das direkt weglegen. Und dann einfach hoffen. Und wenn ich mich da mal versinke, dann ist es halt so. Und dann muss ich halt einfach das dann so gut wie möglich reinkriegen. Aber das ist dann meistens so, dass ich dann die Verspieler, die dann da passieren, das sind meistens Sachen, die man jetzt nicht direkt merkt. Ja. Die weiß ich. Und dann weiß ich, dann kommt vielleicht Lena und sagt, hier, da war doch eher eine Quinte, die du da singen musst. Oder da war eher eine None.
Und die hat das dann auch nochmal ein Ohr dafür. Und dann ja, so Feintuning macht man ja sowieso permanent irgendwie. Also das, ja, eben. Das kommt dann schon. Ne? Aber ja. Da will ich mich natürlich sofort lösen vom Blatt, weil ich will ja nicht auf der Bühne stehen mit einem Notenblatt. Wenn, dann würde ich es mir unten auf den Boden legen und da ist es eh zu weit weg, sehe ich sowieso nicht. Ja. Dann. Also von daher ist da nichts mit Noten, denke ich mal. Aber ich habe das öfter mal gemacht, einfach um, wenn ich jetzt viel Akkorde spielen muss und so tragende Rollen habe jetzt zum Beispiel. Ne? Das ist bei Gregor immer mal wieder der Fall gewesen. Dann habe ich mir dann da schon nochmal irgendwie ein iPad hingelegt, wenn ich wusste, es ist wirklich eine sehr wichtige Stelle, die ich jetzt nicht verkacken darf. Wenn ich da irgendwie eine Lücke habe oder so und dann man kann sich ja immer durchschummeln, aber man merkt halt dann die Unsicherheit. Und wenn ich dann da liegen habe, dann weiß ich, okay, ich kann da immer hingucken und es ist dann safe. Ja, genau. So, ne? So dieses Ding halt. Und bei Tim habe ich es ganz arg gemerkt, weil ich bin in die Tim Bensko-Probe und habe jeden Song ausnotiert, weil ich das von Anfang an so machen wollte, weil ich die Noten dem Ulle geben musste, der dann Aushilfe spielt. Ja. Da war jedes Ding ausnotiert. Und da habe ich mir schwer getan, davon wegzugehen. Ne? Dann habe ich dann meistens ein iPad dabei, einfach um nochmal gucken zu können. So. Aber das habe ich auch immer mehr, ging das weg und ich habe dann einfach kaum noch drauf geguckt und habe es eher als Setliste benutzt, das iPad und so. Ne? Wie gesagt, wenn es auf dem Boden liegt und man muss da nicht groß drauf gucken, fällt es ja auch gar nicht mehr auf. Ne? Ja, ja. Andere Leute benutzen Teleprompter, also von daher ist es auch egal. Klar. Kommt immer aufs Projekt an. Bei BAP gibt es immer einen Teleprompter. Ja, ist auch cool. Was aber ganz geil ist, weil man die kölschen Texte auch dann mitlesen kann und weil man dann auch gerade bei Songs, die, also mir war das am Anfang Songs, die, ich kannte jetzt nicht alle Songs von BAP, als ich eingestiegen bin, habe mich schon mit dem ganzen Repertoire sehr viel beschäftigt und ich bin ja auch immer ein großer Freund davon, dass man weiß, worum es geht in den Songs, wenn man Kölsch nicht versteht. Ich komme ja eigentlich aus NRW, also ich verstehe schon viel, aber nicht alles. Und deswegen hat mir das am Anfang durchaus geholfen, die Texte zu lesen, bei den Songs, die ich nicht kannte, einfach auch zu kapieren, worum geht es eigentlich bei der Nummer. Weil der Wolfgang ja ein sehr, sehr geiler Texter ist, wie ich finde. Absolut. Wo es, als wenn man nur Fetzen versteht, manchmal nicht klar ist, um was es für ein Song ist. Auch die Nummern, die klingen ja nie schleimig oder nie schmalzig. Manchmal kann man auch anhand des Sounds des Songs nicht so genau erkennen, ist das ein politisches Thema, ist es ein, oder worum geht es eigentlich gerade? Ne? Das ist nicht so einfach für Leute, die jetzt keine Ahnung haben. Irgendwie. Deswegen ist so ein Teleprompter natürlich nicht nur für den Protagonisten hilfreich. Okay, also iPad, Noten auswendig. Ja, es ist, man merkt so, es ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Ne? Wenn wir uns auf Sing mal einen Song vorbereiten, ist es wieder ein ganz anderer Workflow. Ja, da ist es auch vollkommen, das ist ja, ich sehe das Live-Ding mal Sing mal einen Song, also live meine ich jetzt den Fernsehmitschnitt, den sehe ich ja auch gar nicht als Konzert, sondern den sehe ich als Take, als Studio-Take sozusagen. Genau. Da geht es darum, dass wir einfach perfekt spielen, einfach weil wir nur einen Schuss haben und wir bewegen uns nicht, wir sind nicht im Performance-Modus, wir sind nicht in Kommunikation mit dem Publikum. Es ist auch nicht der Dramaturgiebogen eines Konzerts, sondern wir spielen 20 Minuten nicht, dann spielen wir einen Song und das ist eigentlich wie ein Studio-Take. Ja. Da würde ich, also es macht gar keinen Sinn, da keine Noten zu haben. Die Priorität ist, den Sänger zu backuppen, dass der sich wohlfühlt wie möglich und dass die Aufnahme dann in der Kiste ist. So, ne? Das ist ein ganz anderes Ding, weil wenn ich jetzt live spiele, und ich spiele jetzt irgendwie einen Take, der vielleicht rhythmisch nicht ganz drauf ist oder ich bin mal ein bisschen zu weit vorn oder so, dann ist es live, ist es halt live. Ja. Dann ist es halt einfach mal so. Ne? Ja. Bei Sing mal einen Song ist es so, dann müsste dann beim Edit dann jeder nochmal schieben und arbeiten dran und da versuchen wir halt möglichst sauber schon zu spielen. Das ist halt ein krasser Unterschied. Deswegen würde ich das auch gar nicht als Konzert oder als Tour oder wie auch immer betrachten. Das ist einfach, da muss man sein Zeug geübt haben und die am besten sogar gut notiert haben, damit man es schnell abrufen kann sozusagen. Ja, genau. Das interessiert mich jetzt auch. Wenn du zum Beispiel Sachen notierst und du, also angenommen, du bereitest dich jetzt auf einen Cover-Gig vor und du notierst Sachen. Was sind die Sachen, die du am ehesten vergessen würdest? Was notierst du? Weißt du, was du notierst? Wie ist da dein, oder gibt es da bei dir keinen Unterschied? Das kommt so ein bisschen auf Anmut zur Lücke, würde ich da sagen. Also Kosten nutzen, Kirche im Dorf lassen, so die Thematik, wie viel Zeit habe ich zum Vorbereiten? Ja. Ist das ein, oder ich sag mal so, ist es ein Song,
wenn ich jetzt Songs vorbereite für eine Tour oder für einen Gig, ist das ein Song, den ich nur ein einziges Mal spielen werde in meinem Leben, dann mache ich mir da nicht so viel Mühe. Ist es ein komplexer Song, den ich aber vielleicht immer mal wieder spielen würde, dann nehme ich mir schon die Zeit und mache einen Sheet, sodass ich es auch digital habe, damit ich es auch in verschiedenen Tonarten eventuell übertragen kann. Mhm. Wenn es jetzt aber darum geht, diese ganzen Cover-Dinger, ne, die, wenn ich mit Cover-Bands spiele, da wiederholen sich ja Songs auch irgendwie. Und wenn ich da als alleiniger Saxophonist da bin, geht es ja nicht darum, dass es ein komplett krasses Arrangement für drei Bläser sein muss, sondern geht es darum, dass an der richtigen Stelle die richtigen Bläserlinien oder Melodien kommen. Ja. Und wenn es ein Song ist, den ich vorher nicht kannte, dann notiere ich mir die Hookline oder zumindest die ersten zwei Takte von der Hookline, wenn es irgendwas Komplexes ist. Ich bin sehr gut nach dem Ohr zu spielen, nach Gehör zu spielen. Dafür muss ich aber den Song natürlich irgendwie schon mal gehört haben. So. Ja. Da reicht mir da manchmal so eine Art Mini-Eselsbrücke. Es geht auf dem Fis los, 16. Linie Pentatonik, landet auf der None oder irgendwie so. Mhm. Und dann habe ich es schon wieder, weil ich es ja beim Proben einmal zu Hause geübt habe. So. Ja. Da reichen manchmal Eselsbrücken. Das ist aber dann echt nur so dreckiges, handgeschriebenes Papier mäßig. Ja. Wenn ich es anfange, in Sibelius gescheit zu schreiben, dann würde ich es mir komplett notieren. Das mache ich aber eigentlich nur für Nummern, die komplex sind. Meistens kann ich sie dann spielen, wenn ich sie notiert habe. Dann ist so die Frage, hat sich es dann gelohnt? Keine Ahnung. Das geht mir auch so, es gibt natürlich schon Situationen, wo man einfach, dann ist einfach mal geil, ich habe jetzt im iPad so viele Songs, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Wenn dann irgendeine Band anruft, kennst du den Song? Alphabet, den habe ich mir vor 10 Jahren mal rausgeschrieben. Klar, dann ist cool, den zu haben. So, ne? Aber das sind dann auch Notizen, die macht jetzt keinen Sinn, weiterzugeben jemandem. Ja, ja, klar. Weil das so individuell ist. Ja. So wie ein Nashville Number System für mich alleine, mal eben schnell. Sobald wir anfangen, in einer Horn-Section zu spielen, geht das nicht mehr. Da muss man natürlich gescheit aufschreiben. Ja, und du musst eigentlich dann so schreiben, dass es ein anderer, eine Aushilfe auch lesen könnte dann. Ne? Genau. Also so offizielle Notenschrift, alles passt. Und es ist auch echt total krass, wenn wir jetzt, egal in welcher Besetzung, ob das hier, also meistens spiele ich ja mit Johannes an der Posaune, jetzt die Trompete haben immer wieder gewechselt, ob es Lorenzo ist, der Moschberger, der Benny Brown oder auch andere Leute. Ey, wir spielen natürlich auf einem geilen, hohen Niveau, weil das alles Profis sind und wir echt super aufeinander eingespielt sind. Und die Arrangements auch irgendwie auf uns geschrieben wurden von wem auch immer. Dann kommt aber mal eine Nummer, die keiner kennt und man hat nur 5 Minuten Zeit und keine Zeit, Noten zu schreiben, dann ist schon erstaunlich, dass es dann nicht so einfach ist, so schnell was Geiles zu finden. Ja. Also natürlich, eine Unisono-Linie findet man schnell, aber geile Sätze dann zu finden, egal wie häufig man zusammen gespielt hat, das muss ja dann eine Entscheidung sein. Ja. Insofern ist es schon geiler, natürlich die Sachen dann geschrieben zu haben. Und dann nehme ich mir dann auch die Zeit, auch auf Tour, wenn es neue Songs gibt, dann setzt man sich halt beim Soundcheck kurz hin oder und schreibt was hin. Es ist meistens, dauert es 10 Minuten oder eine Viertelstunde, dann ist was geschrieben. Dann klingt es aber dann nachher auch geiler, als wenn man einfach nur irgendwas hinrotzt und lass mal für die Tour so. Und das ist ja, das merkt man bei euch ja auch immer, dass ich habe das ja schon oft miterlebt, dass es dann heißt, okay, wir brauchen dann einen Bläsersatz. Dann sagst du, okay, dann probt ihr noch mal jetzt was anderes. Wir ziehen uns jetzt zurück für ein paar Minuten, schreiben mal was zusammen. Haben wir schon oft genug gemacht, wir kriegen da was hin. Ich brauche ungefähr so und so lange, das kannst du schon einschätzen. Genau. Dann kommt ihr zurück und dann habt ihr zumindest mal einen Fahrplan. So, genau. Und dann, ne? Genau. Also das sind, aber ich finde es trotzdem, um noch mal darauf zurückzukommen, man ist in seinem Proberaum oder in seinem Studio zu Hause oder im Wohnzimmer und bereitet sich vor. Und ich finde es immer so interessant, da ungefähr abzuschätzen, was passiert dann bei dem Gig. Weißt du, wie ich meine? Man versetzt sich ja in die Lage und jeder Gig ist ja so ein bisschen anders, also es kommt aufs Projekt an. Und ich zum Beispiel, es gibt Projekte, da muss ich mich vorbereiten auf Coversongs und es wird dann gejammt. Und es nützt gar nichts, wenn ich ein Leadsheet mache. Genau, Ne, dann ich habe das, ne, dann habe ich das mal gemacht und merke dann beim Gig so, okay, das Leadsheet kann ich in die Tonne kicken, weil es hält sich sowieso keiner dran, es ist ein Jam. Ja. Ich muss dann die Parts aus dem Kopf spielen, die wichtig sind, muss bestimmte Sachen auswendig lernen und die dann abrufen können. Was ich mache zum Beispiel, was das angeht, wenn die Ansage ist, dieser Song wird gespielt, ob das jetzt, also ich meine jetzt für Bläser was schreiben, ob das jetzt beim Gregor ist, ob das jetzt bei Bab ist oder bei irgendeiner Band, wo du sagst, okay, wir spielen die Nummer. Ob es jetzt eine eigene Nummer ist oder eine neue Nummer, eine Covernummer, ganz egal. Dann gibt es einen MD oder jemanden, musikalischer Leiter, der sagt, die Nummer wollen wir machen.
bitte auch mit Bläsern so. Mhm. Und dann höre ich mir die Nummer an und denke mir so, okay, jetzt können wir die so soft spielen wie bei dem Unplugged-Gig, wo ich hier so ein Demo vorliegen habe, oder wir können die so spielen, wie sie vielleicht Springsteen gespielt hätte, nämlich mit unrasiert Vollgas. Ne? Was machen wir denn? Wie spielen wir die Nummer denn? Ja, so ungefähr 125 und so Medium, okay. Ja. So, das bedeutet aber, okay, schreibe ich die Bläser eine Quinte tiefer oder schreibe ich sie eine Terz höher oder eine Quinte höher? Das macht so viel aus an Kraft und an Energie und an Blend nachher im Song. Ja. Was ich mache ist, ich schreibe häufig ein Arrangement auf, also Parts, an denen wir spielen, und schreibe direkt ein zweites und ein drittes in verschiedenen Lagen noch dazu, dass wir die Möglichkeit haben, spontan zu sagen, pass auf, die Band ist jetzt doch nicht so leise, wie man sich das gedacht hatte bei der Probe, sondern plötzlich sind alle auf Vollgas und die Muskeln sind am Start. Ja. Wir switchen einfach eine Nummer höher, was das Energielevel angeht. Ja. Dann macht das Arrangement keinen Sinn mehr. Und deswegen habe ich schon was vorbereitet, wo wir sagen, pass auf Leute, nehmt mal Version 2. Mhm. Die ist nämlich, da geht es dann eine Quarte höher hinten. Ah. Das ist so wie, okay, ein bisschen mehr Verzerrung oder ein bisschen lauter oder ein bisschen mehr hohe Mitten reindrehen. Ja. Das machen wir halt in Form von Blend und Sätzen sozusagen. Mhm. Wenn man das nicht vorbereitet, dann hast du irgendwie ein ganzes Arrangement geschrieben und es passt aber nicht zu dem Song sozusagen. Ja. Deswegen habe ich jetzt häufig das schon so gemacht, zu sagen, ich glaube, es wird nachher in die Richtung gehen. Deswegen habe ich für die entscheidenden Chorus-Parts oder Shout-Parts mal eine Alternative oder so eine zweite Alternative, die viel höher ist. Manchmal ist es so, dass Leute sagen, ey, Bläser, viel zu viel Bläser. Ich so, wart mal, es sind nicht zu viele Bläser, die sind nur zu präsent jetzt für euch. Ja. Ihr müsst es auch nicht leiser machen, sondern wir verändern was. Ja. Wir spielen die gleiche Menge an Noten oder das gleiche Material, aber wir spielen es in einer anderen Lage. Wir spielen es ein bisschen leiser, mit ein bisschen weniger Obertönen und plötzlich reiht sich es viel besser in den Mix ein. Sozusagen. Ja, und das bereite ich so vor, damit man in so einer spontanen Situation schnell reagieren kann sozusagen. Das ist halt geil. Man merkt halt schon durch die Jahre bei Sing Mein Song, wo man wirklich auch in der Produktion arbeitet, dass man halt einfach schon bestimmte Sachen vorhersehen kann. Ne? Das ist interessant. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich weiß zum Beispiel auch immer, ich habe immer eine Bariton-Gitarre eigentlich bei sowas dabei, weil ich immer genau weiß, vielleicht singe ich doch einen Halbton tiefer, in S. Ja. So, aber ich habe jetzt schon alle Leerseiten benutzt, die auf der Gitarre vorhanden sind. Ja. Und dann ist es so, scheiße, Gitarre umstimmen, Hundestimmen, nee, fuck, so, ne? Ja. Baritonseite nehmen, Kapo drauf, okay, so, ne? Ja. Und dann kann ich dasselbe schnell transponieren und dann heißt es doch, wir machen doch wieder einen Halbton höher. Ja, genau. Weil es war doch irgendwie schöner, ne? Ja. Der Gesang klingt schöner. Ja. Nächste Gitarre wieder zurücknehmen und ich bleibe immer beim selben Ding. Ja. Also, wenn ich das nicht hätte, hätte ich einen riesen Stress gehabt mit Umstimmen. Bei der Akkuklampe ist es manchmal so, weil man hat jetzt vielleicht nicht so viele Akkuklampen dabei wie E-Gitarren. Ja. Und dann habe ich auch immer eine Akku dabei, die ich auf S stimmen kann oder so. Ah, ja. Das ist mittlerweile so, ich weiß es mittlerweile halt einfach, dass das passieren kann. Auch in Afrika könnte das passieren, dass jemand sagt, ey, können wir das vielleicht eine halbe... Ja. Also das passiert eigentlich nie, weil wir keine Zeit haben. Aber dann passiert es trotzdem. Aber dann passiert es vielleicht doch trotzdem. Ja. Und du bist halt dann darauf vorbereitet. Ja, haben wir alles schon gehabt. Haben wir alles schon gehabt, ne? Ja. Also das sind so Sachen, je nach Produktion. Das wird bei einem Cover-Gig, ist es dann... Ach, das kannst ist du egal. Das nicht machen? Ja, ja, ja. Da gibt es bei FM3 den Virtual Capo. Wie? Das ist wirklich geil. Also es ist eigentlich scheiße. Eigentlich funktioniert es nicht so wirklich gut. Also es ist... Du hast einen Harmonizer beim FM3. Ein Harmonizer, der Virtual Capo heißt. Das heißt, du kannst sagen, einfach die Gitarre in Halbton tiefer stimmen. Und du spielst sie aber in dem normalen, wie du es eigentlich spielst. Du spielst in E, aber alles kommt in S raus sozusagen. Dein G-Dur-Akkord, der offen gegriffen wird, wird einfach transponiert. Ist ein Fizz. Ist ein Fizz oder halt, wenn du willst, ein Guess. Dann kannst du auch tiefer gehen. Ne? Wow, das ist ja so Melodyne-mäßig. Das ist so Melodyne-mäßig. Das habe ich aber mal ausprobiert. Für mich funktioniert es noch nicht. Das Tracking und alles ist nicht so, dass du, finde ich, ordentlich spielen kannst. Vielleicht habe ich noch was falsch gemacht. Ich muss mal ein bisschen experimentieren. Krass, okay. Aber das Programm heißt auch Virtual Capo. Okay. Der Effekt. Ne? Ja. Aber wie gesagt, für mich ist es noch nicht so weit. Mit einer MIDI-Gitarre würde es dann gehen. Ja, klar. Ne? So mit einem MIDI-Pickup. Das okay, aber anderes Thema. Okay, das sind jetzt, aber wir haben jetzt quasi Musik und wir haben Equipment. Klamotten. Nee, hatten wir ja auch schon. Also aber Bühnenoutfit haben wir noch nicht. Schwarz. Nimmst du für jeden Gig ein anderes Outfit mit? Nee.
Nee, bei Sing Mein Song ist es so, dass wir... Tourmäßig meine ich jetzt. Ach so, tourmäßig? Nee, ich habe meist... Bei Gregor ist, hat sich so schwarz etabliert. Ja, viele Bands haben schwarz. Ja. Weißt du was, ich breche jetzt mal eine Lanze oder, ja. oder weißt du, was ich scheiße finde? Ja, nee. Es gibt so viele Bands zur Zeit, schon seit ein paar Jahren, die einfach sagen, schwarz und weiße Sneaker. Ja. Das ist irgendwie, ich meine, klar, wir tragen alle gerne Sneakers ja. und alles ist immer cool, ja, Sneakers sind geil, ich trage echt gerne Sneakers. Mhm. Aber ich finde das irgendwie, so, das ist dann auch schon wieder total uniform. So ich mache das nach Gefühl. Manchmal habe ich so das Gefühl, jetzt will ich mein Hawaii-Hemd anziehen. Ja. Und dann, dann fühle ich mich einfach so. Ja, wenn das möglich ist. Ja, bei Gregor geht das. Ich meine, ich bin dann das einzige Huhn, das dann so raussticht so manchmal. Aber dann ziehen manchmal so Leute wie du, ziehen dann so mit und ziehen dann auch irgendeine andere Farbe an. Ich finde das ja geil, wenn das möglich ist bei Bühnenklamotten. Dass man, also ich ziehe alles an, was man braucht. Ja? Ich habe schon in den absurdesten Dingen gespielt, die ich mir sonst nie ans Leib schmeißen würde. Ich bin für alles offen, das ist auch cool. Ich ziehe auch einen Frack an, alles geil. Ja. Aber wenn ich jetzt wählen dürfte, ich finde es schon wichtig, dass es nach außen geil aussieht, dass der Gesamteindruck irgendwie cool ist, für natürlich, das ist ja klar. Ja. Den Blick hat man selber häufig ja nicht, sondern das haben die Leute von vorne. Und es gibt ja auch Designer oder Stage-Designer und auch Lichtler, die manchmal ein gutes Auge haben, sagen, Alter, wenn du der Einzige bist, der in Hawaii und anderen sind schwarz, ist irgendwie komisch. Ja. Aber wenn es möglich ist, finde ich es ja schon geil, wenn es individuell ist. Also wenn jeder sich so, zumindest in einem gewissen Rahmen, sich individuell auch bei den Klamotten ausleben kann. Ja, ich finde beides geil. Ich meine, weil jeder hat halt auch seinen Geschmack. Und manchmal sieht es aus wie so eine Steppdecke auf der Bühne dann, ne? Weil jeder irgendwie aussieht wie so ein bunter Fetzen. Ich meine, das kommt auch immer auf das Projekt an. Ne? Wenn ich jetzt einen krass designten Hintergrund habe, der irgendwie mit dem Bühnendesign zusammenpassen muss, dann ist es vielleicht wieder was anderes, als wenn ich jetzt ein Open Air spiele und die Lichter sind noch gar nicht so präsent. Ne? Also, und weiß nicht, ich meine, also das ist alles so ein bisschen, das kann man immer so ein bisschen abwägen. Aber ich meine, grundsätzlich schwarz geht halt irgendwie immer. Ich finde, es sieht auch immer erstmal ein bisschen, also schon auch edel aus. Also ich finde, da kann man nie was falsch machen, eigentlich so. Ne? Aber schwarze Jogginghose. Schwarze Jogginghose und so einen schwarzen Zylinder drauf und weiße Tennissocken. Keine Ahnung, also... Ja klar, geht immer. Aber also ich sage jetzt mal so, ich aus logistischen Gründen, ich nehme so maximal 4 verschiedene Outfits mit oder so. Dinge, die man kombinieren kann quasi. Ja. Ich ziehe mich gerne irgendwie cool an, aber... das ist irgendwie einfach nicht möglich, da jetzt so viel, da brauchst du, ich verstehe, dass das vielleicht bei Sängern eine andere Thematik ist, wo man vorne, ich habe auch immer diesen Gurt, saxophonmäßig, den dann vorne drüber hat, der ist schwarz, der ist hier vorne, ist ein riesen Gestellteil, ne? Kennst du dieses Ding, was ich anhabe? Das finde ich total doof, wenn man darunter ein weißes Shirt anhat und dann hast du dieses schwarze Ding vorne drauf, deswegen ziehe ich gerne dunkle Oberteile an, aber verstehe. Grundsätzlich, ich lasse ein bisschen die Kirche im Dorf und so 3-4 verschiedene Sachen mit irgendwie. Also was so gar nicht eigentlich geht, ist so eine Clubtour und dann hast du ein weißes Shirt oder so. Das ist oft blöd, ne? Ja. Das geht kaum, also das geht selten. Oder was Kariertes. So, gerade wenn du mit Displays arbeitest, ne? Jemand wird dann, du hast LED und du wirst da gefilmt. Und dann hast du so einen Moir-Effekt, weil du ein kariertes Ding hast. Das wird auch sofort meistens von den Lichtleuten dann gesagt, dass das irgendwie blöd ist dann, ne? Also bestimmte Sachen gehen halt gar nicht. So richtig. Je nach Projekt, ne? Wenn du jetzt in der Schlager-Comedy-Band spielst, dann ist sowieso wieder egal. Genau, ne? Andere Welt. Andere Welt. Aber jetzt bei so seriösen Sachen, klar, muss man halt immer mal gucken, was da passt. Aber ich mache mir auch viel Gedanken, weil ich, erstens will ich ja mich selber wohlfühlen, logisch, aber ich will aber auch, dass das Bühnenbild irgendwie gut aussieht. So, ne? Und manchmal spricht man dann mit den Lichtleuten, was funktioniert und was nicht. Und ja, es ist eine Kommunikationsfrage auch manchmal so, was wir gut finden. Ja, fällt häufig irgendwie über einen, wie sagt man, hinten runter, weil nicht so viel Zeit dafür da ist oder irgendwie auch, es ist natürlich viel einfacher ist zu sagen, man zieht das an, was man hat. Ne? Yeah. Also ich habe es in wenigen Bands oder Projekten erlebt, dass man einen Designer dabei hatte oder dass sich alle entschieden haben, wir ziehen alle grün an oder irgendwie. Ja klar, wir haben ja keine so Konzeptbands eigentlich, die wir spielen. Genau. Manche haben dann so einen blauen Overall an, weil sie dann irgendwie Funkmucke machen und das Motto ist so, ne? Alles cool. Ich habe übrigens eine geile Band gesehen, fällt mir gerade ein, kennst du Goose?
Die Band Goose? Glaub nicht. Witzig, habe ich gerade erst entdeckt. Totale Jam-Band. Ja. So ein bisschen wie, wie heißen die, Grateful Dead. Mhm. So ein bisschen so dieselbe Hippie-mäßig, so, also nicht so Hippie. Aber eine aktuelle modern. Band. Das ist eine aktuelle Band, ja. Muss man gucken. Also es ist total wildes Gejamme oft, aber extrem wilde Gitarrenparts auch, mhm. ausgecheckt. Gute Musiker, mhm. aber schon viel los. So. Also ne, die trauen sich einfach mal was rauszuhauen, was einfach so gejammt ist. So, ne? Und was tragen die für Klamotten? Genau, und das ist nämlich der Punkt. Die haben so Shirts an, die total zugeklebt sind, oft mit so Neon-Gaffer-Dinger okay. und so. Ja. Also das ist total wild. Muss mal gucken, wenn du bei YouTube die Band Goose. Wie ganz. Wie ganz, genau. Ja. G-O-O-S-E. Und da ist mir das aufgefallen, dass du guckst die Bühne an und du entdeckst alle paar Sekunden was Neues, weil okay. überall ja. irgendwas ist, was die mit Klebeband designt haben oder so. Also das krasse Gegenteil von so einer jetzt wie eine Band wie wir, die sagen wir mal mit einem Backdrop auf die Bühne gehen, mit einem Bild und jeder steht dann so meistens schwarz vor der Bühne, also ja. und dann war es das. Also es lenkt auch nichts von der Musik ab dann, ja. ne? Das ist halt der Vorteil. Weißt du, was ich mir gestern gedacht habe? Das ist jetzt auch echt keine krasse Erkenntnis, aber ich finde es trotzdem immer wieder wichtig. Man ist im Proberaum, man geht auf die Bühne und dann spielt man irgendwie jeden Abend in verschiedenen Venues, teilweise sehr groß. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel, wo es mich am krassesten erwischt hat, war Köln Arena, als wir das letzte Mal in der SAP Arena gespielt haben. Das war für mich fast ein Gig wie jeder andere. Also das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber das lief auf der Bühne genauso ab wie immer. Es war ein bisschen größer, aber man sieht nicht so viel von den Menschen, weil wegen Licht und so, man sieht schon, es ist groß und so. Und dann hat mir aber eine Freundin, die da war, ein Video geschickt, die war oben auf dem Rang und bei 14.000 Menschen, ne? Und war komplett, ich habe das Video gesehen, krass, das wirkt ja so komplett anders, als ich mir das vorstelle auf der Bühne. Und das geht mir auch bei manchen Dingen, wenn wir mit dem Gregor in 800er oder 1000er Sälen spielen, das wirkt schon, also wo man steht und wirklich einen Meter links, einen Meter rechts, wo man steht, wie man sich bewegt, ob man lacht, ob man nicht lacht, das, wie groß die Bewegungen sind, die man macht, wenn man nach vorne geht oder so. Das macht so viel aus. Ich habe das damals, wir haben uns ein bisschen mit der Blasportgruppe, diese Brassband, die wir früher hatten, da haben wir uns eine Zeit lang tatsächlich choreografisch Gedanken gemacht. Das hatte einfach den Hintergrund, weil wir 10 Musiker auf der Bühne waren und Bläser. Man konnte sich bewegen wie eine Marching Band. Und sonst steht man statisch blöd rum und hat so ein bisschen, komm, bei manchen Stellen gehen wir nach vorne. Die Macht, die du hast, wenn du sowas machst, dass du nach vorne gehst. Also diese ganzen Sachen. Deswegen, was ich sage, ich mache es total gerne, so bei den Tourproben mal runterzugehen. Bei so Soundchecks oder bei Lichtproben oder so, dass man einfach mal runtergehen kann, sich einfach mal kurz anguckt, wie sieht das eigentlich aus, wie sieht die Bühne aus, wo stehe ich, um sich mal so ein bisschen zu versuchen, selber in Szene zu setzen, jetzt nicht aus Ego-Gründen, sondern... Das ist halt das Blöde, wenn du runtergehst, bin ich nicht da. Oben, ne? Wie macht man das? Ja, aber so grundsätzlich einen Eindruck davon zu haben, wie sieht die Bühne aus und sich auch mal ein paar Videos oder Mitschnitte anzugucken. Ja, Videos. Weil es tatsächlich, und dann kommt das Licht ja noch dazu, das spielt so einen entscheidenden, krassen Faktor. Ich finde, das Licht nimmt man selber auf der Bühne ja gar nicht so wahr wie von vorne, ne? Weil man hat da irgendwie andere Lichtquellen teilweise. Ja, man müsste eigentlich jedes Konzert mal mitschneiden, die totale. Und dann mal selber sehen, wie das so wirkt. Also ein bisschen Revue passieren lassen, was ist meine Funktion, an welcher Stelle, wenn ich ein Solo habe, wie sieht das aus? Nicht nur, wie klingt's, sondern auch, wie sieht's aus? Finde ich total spannend, sich darüber Gedanken zu machen und auch mal miteinander zu reden darüber, über solche Sachen. Ich will gar nicht wissen, wie langweilig ich aussehe auf der Bühne. Also ich glaube, ich bin extrem langweilig, weil ich mache ja gar nichts. Deswegen trägst du auch ab und an mal ein Hawaii-Hemd, ne? Um da mal so einen Ausdruck zu zeigen. Vielleicht so ein bisschen, ja. Ich bin ja extrem langweilig. Aber ich bin dann auch oft so versunken. So, ne? Ich bin ja so, also zum Beispiel, ich sag mal so, diese Gratwanderung, es passt auch ein bisschen zur Tourvorbereitung. Ne? Wie ist meine Performance? Manche Leute trainieren ja richtig irgendwie Tanzschritte zusammen mit dem Gitarren. Mit der Gitarrenrhythmik zu, ne? Weil es gab immer mal den Fall, dass in manchen Bands, dass man dann doch irgendwie eine Choreografie machen musste. Bei Gregor hatten wir das auch mal gehabt. Ich habe es aber nicht mit der Gitarre zusammengekriegt. Ne? Ich musste rhythmisch irgendwo rumtanzen und habe dann irgendwie rhythmisch was ganz anderes auf der Gitarre gemacht. Das musste ich erst mal üben. Ja. Manche Leute machen das dann im Proberaum.
Und wenn man so eine Band hat, die sowas macht, dann muss man sie auch trainieren. Oder bei Helene Fischer wird viel getanzt. Ja. Da müsste man auch bei den Tourproben dann wirklich dann die Choreografie üben oder ja, so. Genau. Ne? Das ist wieder eine ganz andere Ebene. Aber für mich ist es dann immer so, die Gratwanderung, was ist jetzt auf, was wirkt aufgesetzt und komisch ja, ja, genau. Und was wirkt natürlich so. Ne? Das kann man nur rausfinden, glaube ich, wenn man mal Videos macht und sich mal ein bisschen selber beobachtet, ne, bei der Performance. So. Finde ich auf jeden Fall wichtig, so selbst wenn dann im Tourmodus so ein bisschen so der Alltag aufkommt, so die Routine, dass man immer noch die Antenne hat, vorne ist Publikum und ja. It matters. So, es macht aus, wie ich mich bewege, was ich mache. Ja. Und so ein bisschen Sinn dafür zu haben. Es gibt ja so diese zwei Philosophien. Ne? Also, dass man sagt, okay, ignoriere dein Publikum, sei im Moment, mach Musik. Die Leute gucken sowieso zu. Die wollen dich Musik machen sehen, die wollen nicht sehen, dass du irgendeine Show machst. So. Ja. Das ist die eine Philosophie. Und Rick Rubin zum Beispiel, da gibt es ja den bekannten Spruch, das Beste, was du machen kannst, ist dein Publikum zu ignorieren. Ja. Okay, er macht jetzt vielleicht auch andere Musik, jetzt wie vielleicht Van Halen oder sowas. Ne? Ja. Um es jetzt mal ganz pauschal zu sagen. Ne? Aber dann gibt es die Leute, die sagen, okay, ich will mit meinem Publikum kommunizieren. Ich gehe vor an die erste Reihe, gucke denen in die Augen und singe mit denen zusammen und kommuniziere mit denen. Bei mir ist es irgendwie so, bei mir ist beides der Fall. Also wenn ich Bock habe und ich sehe jemanden im Publikum, der mitsingt oder so und man hat was zu lachen oder lacht sich an. Ich finde es immer cool, wenn man eine Connection dann hat vielleicht auch irgendwie und so, das finde ich toll. Ich finde es aber auch toll, wenn man auf der Bühne ist und man ist komplett bei sich und im Flow. So, ne? Es ist im Idealfall sollte das als erstes da sein, finde ich. Ich also, glaube schon, das ist schon wichtig, weil du jetzt sagst, du machst nichts auf der Bühne, du bist langweilig auf der Bühne. Du bist ja erstmal immer, versuchst du musikalisch on point zu sein und drin zu sein. Ja. Und wenn das aber gegeben ist, dann, also wenn man merkt, ich bin jetzt inspiriert oder ich bin am Start, das klingt geil, wir rufen geil oder ich soliere vielleicht auch okay, dann hat man Oberwasser und dann kann man sich natürlich um Performance kümmern und so weiter. Ja, genau. Aber das hat, wie du sagst, das hat ja auch was mit der Stilistik zu tun und mit der Art. Typsache, ja. Aber ich wollte noch eine andere Sache sagen, was ich immer blöd finde, für mich selber, wenn es so solistische Passagen gibt, das ist ja so, dass wir immer mal wieder Gitarren-Solo, Saxophon-Solo, wie auch immer, und jetzt, ich bin jetzt 6 Wochen auf Tour und ich spiele quasi, weiß nicht, 36, 38 Shows, da sind wahrscheinlich, das sind immer die gleichen Solo-Passagen und das fährt sich natürlich dann irgendwann so ein bisschen ein. Ne? Mhm. Also manche Sachen sind so Melodie-Solo, da geht es nicht anders, da muss man genau das spielen, was da hingehört, aber andere Sachen sind natürlich improvisiert. Mhm. Und mir fällt es schwer, im Touralltag mir noch viel Zeit zu nehmen zum Üben. Mhm. So um A, Fingerfertigkeit weiterzuentwickeln und B, aber auch Tonmaterial und solistische Inputs mir zu holen. Ja. Deswegen versuche ich eigentlich, wenn ich die Zeit dazu habe, bevor ich auf Tour gehe, mir für die Solo-Passagen, die ich dann weiß, dass ich sie haben werde und die ich sie bespielen werde, mir da so ein bisschen eine Art Potpourri zusammenzustellen an Ideen, an Herangehensweisen, an Licks, an manchmal ist es ja auch einfach nur, ich weiß, ich bin in Cis-Moll, okay, aber Tonraum Cis-Moll ist ja nicht immer, du kannst ja dann auch plötzlich dir sagen, ich mache irgendwie Upper Structures oder ich mache Pentatoniken oder ich mache mir das Lick oder ich mache mir rhythmisch irgendwelche Dinge, die da vielleicht, dass ich möglichst einen breiten Fundus habe, mit dem ich in diese solistischen Passagen reingehen kann, aus dem ich dann schöpfen kann. Ja, also das ist ein Improvisationskonzept. Genau. Wo du sagen kannst, ich kann variieren. Variieren, genau. Ja. Das, weil das finde ich geil, mich dann selber auf Tour zu fordern. Ja. Auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man sagt ja Show, es ist eine Show. In vielen Fällen ist es eine Show, aber sie ist auch jeden Abend irgendwie anders und sie ist manchmal inspiriert, manchmal weniger inspiriert. Manchmal ist es ein Montagabend, manchmal ist es ein geiler Samstagabend. Das sind Unterschiede auch vom Publikum. Mhm. Aber auch Montag kann ganz geil sein. Aber jetzt spiele ich immer an der einen Stelle ein Solo, wo ich alleine quasi vorne stehe sozusagen und jeder in der Band, oder ich denke immer, dass jeder in der Band sich denkt, das hat er gestern auch schon gespielt. Oder
So ähnlich hat er gestern gespielt gestern hat er besser gespielt. Der innere oder? Bewerter, ne? Das musst du komplett ausschalten. Ja, nee, aber ich habe dann Ansporn, einen Mittelweg zu finden zwischen auf der einen Seite muss es immer geil sein, auf der anderen Seite muss ich mich aber auch mal was trauen, bisschen on the edge gehen, auf die Gefahr hin, dass man auch mal was vergrützt. Ja. Aber dass man nicht in das Fahrwasser kommt, okay, gestern habe ich das Beste ever gespielt und jetzt spiele ich es genauso wie gestern und ab dann hast du plötzlich 3 Wochen lang spielst du Ton für Ton das, was du gespielt hast davor so ungefähr. Weißt du, was da oft die Lösung ist? Nicht besser und schlechter, sondern überraschen oder nicht überraschen. Weißt du, wie ich meine? Nee. Dass du, wenn du ein Solo spielst, dass du nicht, was ist besser und schlechter, so, ne? Spielst du die Linie noch sauberer oder kannst du einen schnellen Lauf noch schneller spielen oder so? Was ist besser und schlechter? Ich finde das ganz schwierig zu unterscheiden. Ja, das ist sauschnell. Besser und kann inspiriert sein, uninspiriert. Es kann technisch toll sein. Der Melodiebogen kann toll sein. Also besser und schlechter ist so vielschichtig. Für mich ist es immer so, ich muss das Gefühl haben, wenn ich schon ins Solo, also wenn es ein improvisiertes Solo ist, ne, das ist ja bei mir auch der Fall, ich versuche Elemente einzubauen, wo ich mich selber überraschen kann oder vielleicht auch meine Mitmusiker überraschen kann mit irgendwelchen Sachen. Das meine ich. Also genau. Nicht mit Blödsinn, sondern ich gehe jetzt mal genau anders in eine andere Ecke. Ja, so. Das meine ich, dass man sich die Freiheit lässt und zumindest hilft es mir zu sagen, okay, jetzt habe ich da mal so ein paar Bausteine, da kann ich mal nach links abbiegen, nach rechts abbiegen. Dann. Ja. Natürlich, man kann auch komplett frei improvisieren, wir können ja alle über Cis-Moll spielen, so ist ja nicht. Aber so ein paar Grundideen, auf die ich zurückgreifen kann, dass ich nicht mich komplett limitiere auf nur das eine, was auf jeden Fall klappt. So ja. Aber ich weiß genau, was du meinst, weil man kommt schnell an den Punkt, das hat jetzt zwar nichts mit Vorbereitung zu tun, aber vom Mindset ist es schon Vorbereitung. Wie gehe ich in Zukunft an dieses Solo ran? Ne? Man kann es schon auch, glaube ich, mit in die Tour reinnehmen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier ein improvisiertes Solo. Ich will genau nicht in die Falle tappen, immer von derselben Richtung an Solo dran zu gehen und dass es dann so festgefahren ist. Irgendwann. Sondern, also ich hatte oft, bei meinen Soli habe ich oft dann gesagt, okay, ich habe mir dann so angewöhnt, die tief anzufangen und hoch aufzuhören. Ja. Ich mache jetzt mal genau das Gegenteil. Ich fange sofort hoch an. Geh mal sofort oben rein in die hohen Töne und geh dann erstmal ein bisschen tiefer. Das kann verkopft sein, aber ich glaube, wenn du versuchst, dich selber zu überraschen, ist es auch nicht verkopft. Ich glaube, wenn du... Es ist an dem Abend dann scheiße, dafür ist es am Abend danach wieder gut. Vielleicht muss man auch manchmal die Latte ganz weit unten ansetzen und dann wieder... Ja, genau. Das kann auch sein. Und manchmal ist ja auch ein Scheiß-Solo vielleicht auch nötig so. Ne? Ja. Also, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, es hat einen psychologisch interessanten Effekt, wenn man immer denselben Ablauf, man spielt Gig für Gig, geht man vor an die Bühne und fängt das Solo an, täglich grüßt das Murmeltier. Und dann bin ich meistens uninspiriert, wenn es so ist, so okay, ja, jetzt geht er wieder vor und dann fängt er auch wieder an demselben Ton an und alle müssen dann steigen damit deswegen, ein. Ich finde das so krass, wenn man so Bands, wo das so in den Stein gemeißelt ist, zum Beispiel, weil vor einem halben Jahr ist ja Extreme wieder zurückgekommen, Nuno Bettencourt, der krasse, schnelle Gitarrist, der da jetzt auch wieder auf der neuen Platte auch schon wieder so ikonische Soli drin hat, die kann der jetzt wieder nur genauso spielen. Und, die sind ja schon aus... Also die sind einfach komponiert. So. Ja, komponiert, ja. Genau, aber natürlich haben die auch Jam-Parts, wenn die live spielen wahrscheinlich, aber da gibt es so viele Sachen, wo einfach klar ist, das muss so sein. Ja. Und dann musst du das einfach abnageln. So irgendwie. Ja. Und ich versuche in den Situationen, wo es möglich ist, dass da noch eine Freiheit da ist, diesen Weg zu gehen, sozusagen. Das ist ja auch spannend. Ich finde es auch super. Außerdem hat man dann, finde ich, als Band auch nachher immer was zu quatschen. Ja, es geht aber mal schief und ich weiß auch ganz genau, wenn ich mich dann vergurke, dann steht ihr drei hinten auf eurem Podest. Dann wird schon wieder blöd gelacht. Ja. Das ist auch irgendwie lustig. Aber genauso gut ist es aber auch so, wenn ich das schaffe, eine Überraschung reinzubringen, dann ist auch manchmal so, hey, cool. Ja, oder wenn ich hintergucke zu euch und du machst wieder irgendwie, spielst hier was und machst hier deinen Bass mit der rechten Hand und dann ist es auch, ich finde Überraschungen halt immer geil. Ja. Ich finde es immer, wenn jemand kreativ mit seinem Material umgeht und auch ein bisschen
vielleicht sich selber überrascht, seine Mitmusiker überrascht und am Ende vielleicht auch das Publikum. Ich glaube, dann entstehen immer schöne Situationen auf der Bühne. Aber das meine ich jetzt mit Tourvorbereitung. Für mich gehört das dazu, dass ich in den Situationen so vorbereitet bin, dass ich da so ein bisschen aus den Vollen schöpfen kann. Ja, genau. Also es wäre uncool für mich persönlich, ich fände es uncool, wenn ich irgendwie weiß, ich habe jetzt eine lange Rutsche vor den Augen und kann an bestimmten Stellen fühle ich mich nicht wohl oder bin noch nicht fit oder bin noch nicht inspiriert, dann würde ich mir sogar was zurechtlegen. Wenn ich jetzt gar nichts wüsste, würde ich mir was zurechtlegen sozusagen. Das mache ich auch. Ich meine, bei Gregor gibt es ja dann oft so Modal Interchange Sachen, wo du dann plötzlich in so einen anderen Modus rutschen musst. Ja. Da muss man dann schon mal gucken, okay, ich habe jetzt zwei Tonarten, die ich abrufen muss. Ich muss mir schon ein Konzept zurechtlegen, wo klingt das geil. Ja. Wenn man nicht jeden Tag, ich sag mal, Jazz-Arrangements hoch und runter spielt, dann ist es schon so, dass man da mal vom Pop-Ding weg muss und dann irgendwie mal den Tonleiter wechseln muss und mal Dore spielen muss und dann mal wieder plötzlich lydisch und da ist eine, ne, so, also so diese verschiedenen Modi abrufen muss. Und das nutze ich aber dann auch als Übung und versuche dann auch vor dem Gig beim Einspielen einfach da nochmal das kurz in die Finger zu kriegen. Ne? Ja, genau. Wir haben ja diese African-Nummer mit dem 12-Achtel, Individualität bei Gregor. Die fand ich richtig schwierig, weil ich dann Solo spielen sollte. Drei Akkorde, 1, 4, 5, genau. Fand ich richtig schwierig, darüber zu improvisieren, im Fluss. Weil du spielst du nur drei Klänge, aber schnell. Ja. Und ich fand das auf der Gitarre extrem schwierig. Ja, und Scales, das ist richtig. Ich spiele da auch Flöte drüber bei der Nummer, jetzt in diesem Winter nicht, aber und das ist auch total schwer. Das ist ein Fiss leider für die Flöte, das ist also tatsächlich auch unangenehm. Ist auf der Gitarre auch blöd. Ja, aber für ein Blasinstrument ist es schon sehr, sehr doof. Klar, ich muss jetzt nur die Dings wechseln, aber trotzdem. Aber ja, egal, ist auch komisch. Es ist auf jeden Fall total schwer drüber zu spielen, finde ich auch. Weil irgendwie sind keine Scales, da funktionieren kaum Melodien drüber, so Akkordbrechungen eher und total. Das ist wirklich ungewohnt schwierig, fand ich auch. Und vor allem, weil es so einfach ist. Also weil es einfach ist im Sinne von Tonmaterial, aber rhythmisch nicht. Ja. So, ne? Und es ist halt auch African Music, mit der wir nicht groß geworden sind. Ja, das haben wir nicht im Blut. Muss man schon so sagen. Ne? Das muss man wirklich trainieren. Also. Krass, fand ich wirklich interessant, aber ich fand genau das, finde ich auch diese Herausforderung, zu sagen, ich gehe vorher schon mit einem Konzept da rein, kann es aber bei jedem Gig immer so ein bisschen üben halt. So, genug der Musik. Nachsinnerantrag, Hundesitter, Blumengießen, solche Dinge, Heizung aus. Machst du sowas auf Tour? Hä? Was? Also ich muss zum Beispiel jetzt Hundesitter, wir müssen jetzt irgendwie Hundesitter checken. Ach sowas. Hund kommt mal mit auf Tour, dann, also einfach so rein logistische Planung. Wenn du 6 Wochen weg bist, klar, ne? Aber ich bin 3 Tage weg, dann bin ich wieder zu Hause. Ja, okay. Das kann man nicht vergleichen. Wenn ich jetzt mit Sing meinen Song nach Afrika fliege, klar, ne? So Sachen, jemand muss die Blumen gießen und so, dann gucken wir schon. Ich bin ja meistens auch mit Pia dann nochmal 3 Wochen weg oder so. Aber das ist, da kann ich, nee, ist jetzt nicht so der Rede wert, glaube ich, da ist nicht so viel zu planen. Also ich habe so ein paar so ganz blöde logistische Sachen, die ich jetzt einfach checken musste, die nicht anders gingen. Und teilweise auch schon mal so ein Auto vorparken, so 3 Wochen ein Auto woanders hinstellen, damit es dann an der einen Stelle abgeholt wird, solche Sachen. Ja, Logistik, das nervt total. Das nervt unfassbar. Ich hasse es. Aber das war jetzt nicht anders möglich an manchen Stellen. Ja. Ist auch eine große Kunst. Das ist eine große Kunst, Reiselogistik. Das macht mich jedes Mal wahnsinnig. Das ist nervig, so ein bisschen wie so ein Never-Ending-Sudoku. So ganz, aber das gehört alles auch mit zu diesem Job. So, ne? Das ist manchmal so von wegen Rock'n'Roll. Nee, ich muss überlegen, wo ich mein Auto parke, damit ich heimkomme. Das ist super unrock'n'rollig, total. Schlimm. Genau. Ja, aber das sind so ein paar Sachen, das finde ich immer nervig, dass so in den letzten Tagen vor so einer Tour dann irgendwie so einige solche Sachen, also die Waschmaschine noch waschen und dann, das noch, wo ist denn jetzt das Ding, suche ich jetzt schon seit einem halben Jahr, finde ich nicht mehr, das noch mitnehmen und dann. Weißt du, was geil ist? Fällt mir ein. Wenn du, das habe ich vom der Jakob Nebel hat mir das gesagt, der nimmt immer eine Tupperbox mit. Geniale, vorausdenkende Idee. Der hat eine Tupperbox dabei und wenn er mittags das warme Essen im Catering hat, und sagt,
Ja, abends gibt es dann immer noch Pizza. Ich esse aber keine Pizza zum Beispiel abends. Dann nimmt er sich einfach eine Tupperbox, macht da was vom Mittag rein und hat abends noch mal ein Essen im Tourbus. Naja, geil. Das ist extrem. Das ist extrem einfach und extrem effektiv. Effektiv, ja. Wir haben das Glück, dass wir Bus-Catering haben noch. Das ist zwar sauspießig, aber ja, Bus-Catering, okay. Aber da liegt ja dann auch meistens irgendein Zeug, was man vielleicht nicht unbedingt... Ja, in dem, das war in den letzten Touren immer ganz gut, dass wir uns so... da konnten wir uns jetzt auch wünschen, bestimmte Dinge. Okay. Weil Köche dabei sind. Ihr seid ja auch Bab. aber nachher wird eh wieder gemeckert, dass das alles scheiße war mit dem Essen und so. Nee, aber wir haben Köche dabei, das ist meistens super cool. Ja, das ist natürlich. Und geil. Die reagieren auch und wünschen, da kann man Wünsche äußern und so, das ist immer ganz geil. Aber ansonsten gebe ich ihm natürlich vollkommen recht, dass es ganz geil ist, anstatt einfach abends Chips und Pizza zu essen. Dass man nochmal aufs Gulasch zurückgreift. Ja, genau. Kurz vor, einfach nochmal oben in der Bettzeile nochmal das Gulasch öffnen. Und dass das dann so durch den Bus durchstinkt, ist doch genial. Wir haben haben wir das nicht mal gemacht? Wir haben mal ein Spiegelei in der Mikrowelle gemacht. Warst das nicht du? Ja, das der ganze Bus hat nach Ei gestunken. Ja, der Moschberger und ich waren das. Wir super Idee. Ja, das war nicht so geil. Ja. Aber genauso ist es auch blöd, den Heringssalat von Mittag im Tourbus dann zu öffnen. Ja. Oder die Frikadellen im Kühlschrank. Ja. So, das ist auch schwierig. Aber egal. Naja, aber und das Nächste ist, dass wir auch eine Planung machen müssen, wann und wie wir unsere Podcasts machen werden in den nächsten 6 Wochen. Das wird interessant. Das wird nämlich interessant. Wir sind mal in Mannheim im Rosengarten. Vielleicht ist das ein Tag, wo wir einen Podcast machen können, wo ihr... nicht da seid, wo ihr vielleicht da seid, wenn ihr nicht auf Tour seid. Ansonsten müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht überschneiden sich ja sogar die Städte. Who knows? Ja. Müssen wir mal in unseren Terminkalender gucken. Ja, müssen wir mal checken. Also das wird spannend. Es gibt ja immer noch Fernkommunikation mit Laptop. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gemacht. Genau. Wir schauen mal, wie wir das lösen werden. Aber wir werden berichten. Ich bin sehr gespannt, von eurer Tour zu hören und ich werde von unserer Tour erzählen. Denn wenn der nächste Podcast kommt, die Folge 36, dann ab... Sind wir unterwegs. Dann seid ihr schon unterwegs und wir haben auch schon die ersten Gigs gespielt. Genau. Okay. Genau. Das heißt, da können wir schon berichten, ob ich auswendig spiele oder nicht. Und ob du deine A cappella Parts das gut genug vorbereitet hast. Hoffen. Freundchen. Ich werde bei euch auch mal unten stehen und heimlich Videos machen. Ja, bei dem einen oder anderen Konzert. Wie schlecht wir uns bewegen auf der Bühne, kannst du gucken. Wut auf Gegenseitigkeit. Ja, genau. Dein Hund hat Bock. Der Hund hat Bock, Gassi zu gehen. Das wird passieren. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Danke. Wie immer, danke. Folge 35. 35. Oder? Bei Folge 35 heute. Ja. Tour, wie hieß das? How-to-Tour-Vorbereitung. How-to-Tour-Vorbereitung-Tutorial. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Peoples, alles Gute. Bis später. See you later. Thank you.